Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen, sehr herzlich an der WU begrüßen. Mein Name ist Michael Lang. Ich bin Vizerektor hier an der WU und auch einer der juristischen Professoren. Und ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind und dass wir heute diese Veranstaltung zu dem spannenden Thema durchführen dürfen. Ich glaube, über das Thema brauche ich nicht viel sagen. Die Herausforderungen für den Rechtsstaat liegen auf der Hand und Sie wissen, warum Sie gekommen sind. Sie werden auch nachher natürlich vom Moderator, dem Departmentvorstand Michael Holubek, auch noch eine weitere Einführung bekommen. Ich freue mich, dass Sie da sind und dass das auch eine gute Gelegenheit ist, die Veranstaltungsreihe, dass sich die einzelnen Departments der WU gegenüber der interessierten Öffentlichkeit vorstellen, in dem Fall das Department für öffentliches Recht und Steuerrecht, das ja mitverantwortlich ist, gemeinsam mit dem anderen juristischen Department für die juristischen, für die wirtschaftsrechtlichen Studien an der WU, Bachelorstudien, Masterstudien, Doktoratstudium an der WU, das aber natürlich auch in der Forschung vielfältig tätig ist und gerade bei rechtsstaatlichen Themen prädestiniert ist, sich mit solchen Fragestellungen auseinanderzusetzen, zumal ja mittlerweile 4 Verfassungsrichter hier Professoren am Department sind, darunter auch ein ehemaliger Justizminister. Also wir haben die besten Voraussetzungen, dieses Thema zu behandeln. Noch einmal danke fürs Kommen und ich darf an Professor Michael Holubek, dem Vorstand des Departments, das Heft übergeben und du bist so lieb und führst uns durch den Abend. So. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch von mir ein herzliches Willkommen hier an der WU. Die Vorstellung, sozusagen, warum ich da stehe, hat der Professor Lang schon gemacht. Ich bin hier Vorstand des Departments für öffentliches Recht und Steuerrecht. Das ist das Department an der WU, das sozusagen für den heutigen Abend verantwortlich zeichnet, wobei, wenn ich jetzt sage, das Department zeichnet verantwortlich, dann stimmt es natürlich nicht, verantwortlich zeichnet das Institut für österreichisches und europäisches Wirtschaftsstrafrecht hier bei uns am Department, die diesen Abend geplant, organisiert und auch schwergewichtig heute mit Unterstützung von der Uni Wien bestreiten werden. Und jetzt könnte man das natürlich so machen, wie das in den Shows. Wir haben ja leider keine Showtreppe hier, nicht? Also wenn wir jetzt eine tolle Show hätten, würden die Leute so irgendwie die Stiegen runterkommen und irgendwer da noch spülen. So toll haben wir es nicht. Daher würde ich sagen, ich darf Sie einfach einmal da heraufbitten und ich mache die Vorstellung dann sozusagen gesammelt hier heroben. Was wollen wir tun, meine sehr geehrten Damen und Herren? Ich glaube, die Idee war so in der Reihenfolge der Vorträge, wie es reden ist. Das heißt, Robert, ihr zwei müsst jetzt tauschen, dann passt alles gut. So, wunderbar. Der Herr Glaser nimmt die andere Flanke von mir und alles ist perfekt. Die Spannung, und jetzt kann er sozusagen, da fühlt sich ja dann der Verfassungsrechtler wieder heimisch, die Spannungslage zwischen Freiheit und Sicherheit, das ist etwas, das uns ja nicht erst jetzt beschäftigt, sondern das durchzieht die Verfassungsgeschichte und das durchzieht sozusagen gesellschaftliche Diskussionen seit jeher. Immer schon sozusagen wird es dann immer gesagt, das ist eine ganz besondere Situation, aber wahrscheinlich haben wir im Moment tatsächlich wieder einmal eine besondere Situation, wo wir für uns und für unsere Gesellschaft und für unsere Verfassungsordnung diese Frage neu justieren oder neu anschauen und aus unserer Sicht die richtigen Antworten auf diese Frage finden müssen. Und wie das zu unserem Thema geht, das erklären und erläutern und machen Vorschläge dazu heute. Erstens Professor Wolfgang Brandstätter, da tue ich mir beim Vorstellen am einfachsten, da könnte ich jetzt sagen, bekannt aus Funk und Fernsehen, hat man früher gesagt. Professor zunächst an der Universität Wien, dann sozusagen Professor hier an der WU und einer derer, die mit das Wirtschaftsrechtsstudium hier an der WU geholfen haben, sozusagen zum Gehen und zum Laufen zu bekommen. Dann Justizminister, Vizekanzler und vor einem guten halben Jahr sozusagen in der Vollziehung ein Stück weit auf die andere Seite gewechselt, von der Verwaltung in die Gerichtsbarkeit als Mitglied des Verfassungsgerichtshofs. Wolfgang, vielen Dank, dass du mittust. Neben ihm Professor Robert Kehrt,
Professor Kehrt ist der Vorstand unseres Instituts für Wirtschaftsstrafrecht, das habe ich schon gesagt und ich glaube, das kann ich jetzt auch sagen. Er ist der, dem wir verdanken, dass die alle hier sitzen, die hier sitzen und dass wir diesen Abend hier so geplant bekommen. Professor Kehrt ist im Moment ein sehr, sehr viel beschäftigter Vortragender in diesen Themen. Ich könnte jetzt lange sozusagen Publikationen so aufziehen, vielleicht das, was mich am meisten beeindruckt. Mich beeindrucken immer Bücher, die von selber stehen. Das hat mir meine Bibliothekar erklärt. Wenn ein Buch von selber steht, dann ist es ein richtiges Buch. In diesem Sinne, es gibt das große Handbuch zum Wirtschaftsstrafrecht, Kehrt Codec. Das ist ein richtiges Buch. Da kann man auch noch was draufstellen. Das steht nicht nur von selber, das trägt auch eine ganze Menge anderes. Und genau so trägt Robert Kehrt hier das Strafrecht an dieser Universität in vielerlei Hinsicht. Und vielen Dank, Robert, für alles und danke fürs Mittun. Neben Professor Kehrt, Frau Dr. Andrea Lehner von der Universität Wien, das ist die Amtshilfe, die uns heute hier dankenswerterweise hilft. Frau Dr. Lehner noch nicht Dozentin, so muss ich sagen, es wird aber bald. Ja. Sie ist Habilitantin bei Professor Höpfel an der Uni Wien und vielfach ausgewiesen. Warum sie heute unter anderem, warum sie heute da sitzt, sie hat eine Dissertation geschrieben, die mittlerweile sehr viele Leute in diesem Bereich beschäftigt, nämlich eine Dissertation zu Fragen der Terrorismusfinanzierung. Und wenn ich das so sage, sage ich es natürlich falsch, das ist keine Anleitung zur Terrorismusfinanzierung natürlich, sondern zur strafrechtlichen Bekämpfung von Maßnahmen zur Terrorismusfinanzierung. Eine Arbeit, die, wenn ich das so als Außenstehender richtig sage, richtig sehe und wenn ich das so sagen darf, die in diesem Bereich tatsächlich für sehr viel Aufsehen und Furore in der einschlägigen Scientific Community gesorgt hat. Und wir freuen uns immer, wenn Sie zu uns kommen und auch dafür jetzt noch einmal hier ein ganz herzliches Dankeschön. Last but not least, Professor Severin Glaser, er ist assoziierter Professor bei unserem Institut für Wirtschaftsstrafrecht. Er ist für den Waschsalon zuständig in dieser Runde. Er ist nämlich der Experte für Geldwäsche und auch da wieder nicht, wie es geht, sondern wie man sie bekämpft und vermeidet. Als solcher einer der momentan, wenn ich es richtig sehe, gefragtesten Experten in dieser Hinsicht. Und auch hier ein ganz großes Dankeschön fürs Mitmachen. Diese Runde wird uns jetzt ein bisschen was erzählen. Wir haben lange überlegt, wie wir diesen Abend aufbauen. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Methoden. Wir könnten jetzt alle in Gruppen arbeiten, zum Beispiel mit Einzelnen von hier gehen. Oder wir sagen ihnen einmal, sie sollen einmal was schreiben, nicht? Und dann schauen wir es uns an oder so. Am Ende haben wir uns für den klassischen Zugang entschieden. Das heißt, wir hören jetzt einmal ein paar Einführungsstatements und beginnen mit Professor Brandstätter. Dann gibt es nachher so mal eine kleine Runde, wo Sie allenfalls die Kolleginnen und die Kollegen am Podium ein bisschen reagieren können. Und dann möchte ich schauen, dass wir möglichst auch einmal bald zu einem der wesentlichen Zwecke dieses Abends kommen, nämlich dass Sie auch Ihre Fragen stellen oder andere Anmerkungen hier machen können, weil letztlich soll das ja auch ein Dialog zwischen den Expertinnen und Experten und Ihnen sein. Und es soll uns, jedenfalls ich repräsentiere hier das Laienelement, es soll uns einmal auch dann die Chance geben, wenn wir schon so hochkarätige Expertinnen und Experten haben, hier die Fragen zu stellen. In diesem Sinn, auf geht's, Wolfgang, darf dich bitten. So. Das muss man, glaube ich, noch aktivieren, oder hört man es schon? Ja. Ja, danke, lieber Michael. Ich freue mich sehr darüber, dass meine beiden aktuellen Chefs heute da sind, der Herr Departmentvorstand und der Herr Institutsvorstand. Ich freue mich auch wahnsinnig darüber, dass ein früherer, langjähriger, jahrzehntelanger Chef von mir da ist, Professor Manfred Burgstaller, Institut für Strafrecht und Kriminologie, Uni Wien. Und das wollte ich einfach auch unbedingt gesagt haben. Ja, ich freue mich auch, dass ich zu diesem Thema heute hier etwas sagen darf. Der Titel unserer heutigen Veranstaltung ist eigentlich sehr klug gewählt. Ich werde jetzt noch versuchen, hier das Schaubild zu kriegen. Ja. Der Titel ist deshalb sehr klug gewählt, denn er lautet
der Rechtsstaat im Kampf gegen den Terrorismus. Und das gilt eigentlich auch umgekehrt. Der Terrorismus bekämpft ja letztlich den Rechtsstaat. Das ist sein erklärtes Ziel. Terroristische Aktivitäten gleich welcher Art zielen im Einzelfall in möglichst effektiver und abschreckender Form auf die Beeinträchtigung der wichtigsten staatlich geschützten Rechtsgüter. Aber das Eigentliche des Terrorismus an sich ist die Bekämpfung und Zerstörung des Rechtsstaats und damit auch die Bekämpfung und Zerstörung der Grundlage für den Schutz sämtlicher Rechtsgüter. Denn das ist nun einmal der Rechtsstaat, der das erst ermöglicht. Insofern ist Terrorismus immer fundamental. Er nimmt die Fundamente des Rechtsstaats ins Visier. Geraten diese ins Wanken, hat der Terrorismus eigentlich schon gewonnen oder zumindest einen Teilerfolg erzielt. Genau das aber darf nicht passieren. Jetzt werden Sie sagen, ja, das sagt sich theoretisch leicht, ist es in der Praxis aber nicht. Das stimmt. Das Problem lässt sich ja auch nicht scheinbar einfach dadurch lösen, dass man sämtliche staatliche Kampfmaßnahmen gesetzlich fundiert und sie dadurch formal legitimiert. Das reicht natürlich nicht, weil es dabei auch um Eingriffe in Rechtsgüter, insbesondere Grund- und Freiheitsrechte geht, über die der Gesetzgeber nicht oder nur sehr eingeschränkt disponieren darf. Denn auch diese Begrenzung der Möglichkeiten des Gesetzgebers ist auch essentieller Teil der Rechtsstaatlichkeit. Ein Eingriff in Grundrechte bedarf über die formalrechtliche Legitimation hinaus auch immer einer inhaltlichen Fundierung, einer inhaltlichen Begründung, die der Prüfung durch die innerstaatlichen und europäischen Höchstgerichte standhalten kann. Auch das ist ein Wesenselement des Rechtsstaates. In der Praxis bedeutet das die Notwendigkeit oft schwierigster Interessensabwägungen. Und da wird es erst juristisch spannend, vor allem dann, wenn letztlich verschiedene Grundrechte miteinander kollidieren. Diese Grundsatzfragen sind nicht neu und beschäftigen uns Juristen schon, seit es den Terrorismus gibt, der rechtsstaatliche Systeme bedroht. Und das Problembewusstsein dafür zu schärfen, ist natürlich auch Ziel dieser heutigen Veranstaltung. Und dabei ist es hilfreich, ein wenig in die jüngere Geschichte des Terrorismus gegen europäische Rechtsstaaten zurückzublicken. Es werden nicht mehr viele hier im Saal sein, die sich, so wie ich noch persönlich, an den Terror der Roten Armee-Fraktion, der RAF in Deutschland erinnern können. Dieser erreichte im Jahr 1977 seinen Höhepunkt. Am 7. April dieses Jahres wurde der Generalbundesanwalt Siegfried Buback in seinem Dienstwagen gemeinsam mit zwei Mitarbeitern von einem Motorrad aus von RAF-Terroristen kaltblütig erschossen. Das Angriffsziel wurde mit Bedacht gewählt. Ein Spitzenrepräsentant des Rechtsstaates musste es sein. Das passt genau in das terroristische Schema. Und ich, meine Damen und Herren, ich erinnere mich daran deshalb so gut, weil ich kurz darauf im späten Frühling 1977 als Jusstudent im zweiten Semester, knapp vor der ersten Staatsprüfung, an einer Seminarreise teilgenommen habe, an einer Seminarreise des Instituts für Kirchenrecht unter dem damals bereits hochbetagten Professor Willibald Blöchel, der mein Prüfer im Kirchenrecht war. Manfred Burgstaller wird sich an ihn erinnern. Ich habe ihn sehr geschätzt. Nebenbei bemerkt, an seinem früheren Wohnhaus in der Universitätsstraße 10 findet sich eine Gedenktafel, die seine Verdienste im Widerstand gegen den Naziterror würdigt, ist einen Blick wert, wenn man vorbeigeht. Warum waren wir dort? Wir besichtigten damals das Kloster Mehrerau in Vorarlberg, das einige ganz spezielle kirchenrechtliche Besonderheiten aufweist, an die ich mich ehrlich gesagt heute nicht mehr genau erinnern kann. Sehr genau erinnern kann ich mich aber daran, und darauf will ich hinaus, dass ich bei einem gemeinsamen Schiffsausflug über den Bodensee nach Konstanz von deutschen Polizisten über eine Stunde auf dem Schiff festgehalten wurde, nur ich, während alle anderen aus unserer Gruppe die schöne Stadt Konstanz besichtigen konnten. Ich kann mich nicht beklagen, ich wurde sehr höflich behandelt, hatte aber das Pech, dass ich damals einem der RAF-Terroristen, nach denen gefahndet wurde,
ähnlich gesehen habe. Ja, das trauen Sie mir nicht zu, aber ich war auch einmal jung. Ich hatte damals einen wirklich wilden Bart und sah wirklich wild aus. Das war aber damals nichts Ungewöhnliches. Und mit den damaligen technischen Möglichkeiten brauchte die deutsche Polizei einfach längere Zeit, bis sie davon überzeugt war, dass mein Reisepass echt und ich kein Terrorist war. Natürlich wurde ich über eine Stunde lang in meiner Freiheit beschränkt. Ich habe mich auch geärgert, weil mir Konstanz dadurch entgangen ist. Und zu meinem Schaden kam ja noch der Spott einiger Kollegen dazu, die auf das Schiff zurückgekehrt meinten, es wäre ja bei meinem Äußeren und meinem Bart gar kein Wunder, dass ich für verdächtig gehalten wurde. Ich habe daraufhin tatsächlich meinen Mormonenbart durch einen dezenten Schnurrbart ersetzt. Auch den gibt es nicht mehr. Wesentlich aber ist, dass ich die Beschränkung in meinen Grundrechten wirklich eingesehen habe. Und zwar von Beginn an und nicht erst, als es zu den weiteren Morden an Ponto und Schleier und zur Entführung eines Flugzeuges der Lufthansa nach Mogadischu kam. Dramatische Ereignisse, die als deutscher Herbst in die Geschichte eingingen. Und damals, schon damals, wurden genau jene rechtspolitischen Grundsatzdebatten geführt, die eigentlich auch heute noch aktuell sind. Am Abend des ersten Anschlags hat der damalige deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt gemeint, gegen den Terrorismus steht nicht nur der Wille der staatlichen Organe, gegen den Terrorismus steht der Wille des ganzen Volkes. Die erste Frage, die zu klären war, war natürlich jene, ob der Staat sich durch Terroristen erpressen lassen darf. Die Antwort der deutschen Bundesregierung war damals ein klares Nein. Und das war objektiv richtig, auch wenn es dem damaligen Präsidenten der Arbeitgebervereinigung Hans-Martin Schleyer bekanntlich das Leben gekostet hat. Und wenn man hier nachliest in den historischen Dokumenten und dann auch darauf stößt, dass der Sohn von Hans-Martin Schleyer noch versucht hat, mit einer einstweiligen Anordnung beim Bundesverfassungsgericht zu erreichen, dass es zu einem von den Terroristen geforderten Austausch Schleyer gegen inhaftierte Häftlinge kommt und dass das Bundesverfassungsgericht erklärt hat, das wäre nicht von Bundesverfassungsgerichten zu entscheiden, sondern von den aktuell handelnden Politikern, dann sieht man schon, dass diese damaligen Diskussionen an die Substanz des Staates, seiner Organe und letztlich auch des Rechtsstaates gingen. Aber die Entscheidung war richtig. Der Rechtsstaat lebt von seiner Durchsetzbarkeit. Jedes Nachgeben bei rechtsstaatlichen Grundsätzen oder auch nur das Aufgeben von rechtsstaatlich gebotenen Maßnahmen fügt ihm einen nicht mehr gutzumachenden Schaden zu. Ein Rechtsstaat, der sich erpressen lässt, kann keine Autorität mehr beanspruchen. Er verliert seine Legitimation, ist objektiv eigentlich keiner mehr, gibt sich in letzter Konsequenz selbst auf. Das sind harte Worte, aber ich habe in diesem Zusammenhang bewusst immer das Wort objektiv eingefügt, um damit deutlich zu machen, dass es mir dabei bei dieser Beurteilung immer um das generelle Sollen, also um die Anforderungen der Rechtsstaatlichkeit an sich geht. Wenn einzelne Amtsträger diesen Anforderungen subjektiv nicht gerecht zu werden vermögen, so betrifft das eben nicht das generelle Sollen, sondern das individuelle Können. Und genau diese Diskrepanz, die es natürlich immer geben kann, die ist bei uns ja auch rechtsstaatlich geregelt. In § 10 StGB durch den entschuldigenden Notstand, der ausdrücklich sagt, dass in besonderen Drucksituationen es auch entschuldigt, nicht gerechtfertigt, aber entschuldigt sein kann, wenn jemand eine Entscheidung trifft, die letztlich auch einen Schaden herbeiführt. Es darf nur der aus der Entscheidung entstandene Schaden zwar durchaus größer, aber nicht unverhältnismäßig schwerwiegender sein als der Schaden, den es zu verhindern galt. Und dieser entschuldigende Notstand, der ermöglicht auch sachgerechte Lösungen für jene altbekannten Fälle, wie sie zuletzt besonders medienwirksam durch den auch erfolgreich verfilmten Roman Terror wieder in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt wurden. Eigentlich nichts Neues, es gab schon in den frühen 90er Jahren einen Hollywood-Film mit dem Titel Einsame Entscheidung. Da ging es genau um dasselbe Problem. Terroristen hatten ein Flugzeug gekapert, haben damit gedroht, es so zum Absturz zu bringen, dass eine
nicht wirklich abschätzbare Zahl von tausenden Todesopfern zu befürchten gewesen wäre. Es ging um die Frage, ob man die Passagiere des Flugzeugs opfern darf, indem man das Flugzeug abschießt, um noch mehr Todesopfer zu verhindern. Ein klassischer Fall. Im Prinzip, die Strafrechtler wissen das, auch nichts anderes als der alte Weichenstellerfall. Das Rechtsgut Leben als das höchste Rechtsgut ist nicht quantifizierbar, aber mit dem entschuldigenden Notstand kann man sich hier behelfen. Ändert aber nichts daran, dass derartige Entscheidungen Unrecht bleiben. Und die weiteren Fragen, die sich in der Terrorismusdebatte damals wie heute stellen, die betreffen genau jene schwierigen Interessensabwägungen, die unerlässlich sind, wenn der Schutz von Grundrechten auch ihre kontrollierte Beschränkung verlangt. Das ist nichts Schlimmes. Da darf man nicht stecken bleiben bei dieser Betrachtungsweise. Nein, es ist letztlich ein Ringen um Rechtsstaatlichkeit, die aber bei der Bekämpfung des Terrorismus dem Schutz des Rechtsstaates an sich dient. Im deutschen Herbst war es vor allem das Kontaktsperregesetz, das den Kontakt von inhaftierten Terrorverdächtigen auch mit ihren Strafverteidigern einschränkte, das besonders polarisierte, bis vor kurzem auch noch. Ich erinnere mich daran, dass vor 2 Jahren mein früherer Amtskollege Heiko Maas, jetzt Außenminister der Bundesrepublik Deutschland, geplant hatte, das Kontaktsperregesetz aufzuheben. Aber es ist, soweit ich das überblicke, immer noch in Kraft. Das hat besonders polarisiert, die Einschränkung des Kontakts von Inhaftierten mit ihren Strafverteidigern. Während andererseits die Einführung der Rasterfahndung und der spezifischen Straftatbestände gegen die Unterstützung terroristischer Aktivitäten mittlerweile als allgemein anerkannt gelten können. Die Diskussion darüber, inwieweit Präventionsmaßnahmen gegen Terrorismus durch die Vorverlagerung der Strafbarkeit mit Gefährdungs- und Unternehmensdelikten gewährleistet werden können und inwieweit sie auch rechtsstaatlich legitimierbar sind, die ist freilich zeitlos aktuell. Und damit sind wir mitten in der aktuellen rechtspolitischen Diskussion auch in Österreich. Welche Maßnahmen kann, darf oder muss man auch gegen sogenannte Gefährder setzen? Wie definiert man sie und die von ihnen ausgehende Gefahr? Welche Grundrechtseinschränkungen sind in diesem Bereich zulässig oder auch notwendig? Wir sind, was die Vorverlagerung der Strafbarkeit betrifft, durch unsere traditionell sehr weitgehende Versuchsstrafbarkeit in einer im internationalen Vergleich besonderen Situation. Wir können relativ frühzeitig durch die Versuchsstrafbarkeit gegensteuern und kommen hier zu strafrechtlich relevanten Verhalten, das auch entsprechende Aktionen der zuständigen Behörden ermöglicht. Was die aktuellen Neuregelungen im Rahmen des sogenannten Sicherheitspakets betrifft, so stellen sie aus meiner Sicht genau das dar, was rechtsstaatlich notwendig ist, nämlich das Ergebnis einer notwendigen Abwägung kollidierender Interessen, auch und gerade im so wichtigen Bereich der Grund- und Freiheitsrechte. Stichwort anlassbezogene Möglichkeit, auf bei den Telekommunikationsunternehmen gespeicherte Daten zu greifen aufgrund eines Anfangsverdachts, Verwendung der Daten bei Tatverdachtskonkretisierung, das halte ich für einen höchst vernünftigen, sinnvollen Kompromiss, der hier erarbeitet wurde. Es gibt mittlerweile eine Regierungsvorlage, die bereits durch den Ausschuss gegangen ist, und ich denke, wird in der allernächsten Zeit auch zu einer Beschlussfassung im Plenum des Parlaments kommen. Ich weiß, es ist auch enthalten die sehr umstrittene Frage, inwieweit man auch auf die internetbasierte Kommunikation greifen kann. Der berühmte Bundestrojaner, der hier immer wieder sozusagen als Teufel an die Wand gemalt wurde. Ja, in diesem Bereich, im Bereich der Politik, da ist es natürlich auch üblich mit Begriffen durchaus auch Politik zu machen. Ich weiß, wovon ich spreche. Aber letztlich geht es um das Ringen um sachgerechte Lösungen. Und dabei darf man eines nicht aus den Augen verlieren. Der Kampf gegen den Terrorismus ist letztlich ein Kampf für den Rechtsstaat. Das ist als Ziel wohl unbestritten. Über den Weg dorthin kann und soll man freilich diskutieren, auch streiten, aber bitte ohne dabei das Ziel aus den Augen zu verlieren. Das wäre es für die erste Runde. Danke.
herzlichen Dank. Wir setzen nahtlos fort, sozusagen eine Stufe konkreter zu den Fragen, was kann jetzt eigentlich das Strafrecht hier beitragen? Robert Kehrt, bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, es vergeht derzeit kaum eine Woche, ohne dass in den Medien nicht von sogenannten Terrorismusprozessen in Österreich berichtet wird. Nun haben wir es in Österreich, Gott sei Dank, bisher nicht mit geglückten Terroranschlägen zu tun. In den meisten Fällen geht es um junge Menschen, die radikalisiert wurden, jetzt entweder in den Dschihad nach Syrien ziehen wollen oder sich im Internet zum IS bekennen oder versuchen, Bomben zu basteln. Immer wieder werden Menschen am Weg zum Flughafen oder am Flughafen festgenommen und in der Folge auch wegen der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung verurteilt. Nach dem Verfassungsschutzbericht wird in Österreich aktuell das terroristische Bedrohungspotenzial vor allem einerseits in einer verstärkten islamistisch-salafistischen Missionierungstätigkeit und andererseits darin gesehen, dass sich terroristische Kämpfer aus Österreich zunehmend in Krisengebieten wie Syrien und dem Irak betätigen. Im Gefolge der Anschläge vom 11. September 2001 rief der damalige Präsident Bush zum Krieg gegen den Terrorismus auf. Eine verhängnisvolle Terminologie, denn sie deutet darauf hin, dass wir es mit einem Krieg zu tun haben, in dem Kriegsrecht gilt und nicht unbedingt alle rechtsstaatlichen Grundsätze einzuhalten sind. Terroristische Anschläge führen seither, und das war auch schon früher, denken wir an die RAF zurück, aber auch andere terroristische Vereinigungen ähnlich. Es kommt der Ruf nach mehr und härteren Strafen. Es kommen neue Sicherheitspakete in den USA, Patriot Acts, neue Tatbestände werden geschaffen. In manchen Ländern werden spezielle Verfahren für Terroristen eingerichtet. Zumindest auf den ersten Blick ist es auch naheliegend, dass man bei Terrorismus und terroristischen Anschlägen an das Strafrecht denkt. Aber was kann das Strafrecht überhaupt im Kampf gegen den Terrorismus leisten? Was ist der Zweck des Strafrechts? Der Zweck des Strafrechts ist es, zumindest idealtypisch, Personen von der Begehung strafbarer Handlungen abzuhalten. Kann es diese Funktion aber auch in der Bekämpfung des Terrorismus erfüllen? Strafrecht greift traditionell dann ein, wenn es zu einer konkreten Verletzung oder einer konkreten Schädigung gekommen ist. Denken wir an den Mord, an die Körperverletzung, an die Sachbeschädigung. Da ist tatsächlich eine Person geschädigt oder verletzt worden. Und das Ziel ist es, dass das Strafrecht Personen davon abhält, solche Straftaten zu begehen. Wir sprechen daher auch von einem Tatstrafrecht, das an eine konkrete Tat anknüpft. Die Vorbereitung von Straftaten ist grundsätzlich einmal nicht strafbar. Was wir schon gehört haben, ist, die Strafbarkeit beginnt dann, wenn sich der Täter im sogenannten Versuchsstadium befindet, also wenn er knapp vor der Ausführung der Straftat steht. Kommen wir mit diesem Strafrecht im Kampf gegen Terrorismus weiter? Betrachtet man das Phänomen Terrorismus, und ich möchte das zuerst jetzt ganz kurz erwähnen, dann sehen wir, dass sich dieses von klassischen Straftaten deutlich unterscheidet und sein Erscheinungsbild sich auch im Laufe der Zeit gewandelt hat. Das stellt für das Strafrecht und das stellt für den Rechtsstaat eine Herausforderung dar. Typisch für terroristische Handlungen ist, dass nicht nur die unmittelbaren physischen Opfer
das eigentliche Ziel sind, sondern dass es um einen psychologischen Erfolg geht. Es geht darum, die Bevölkerung einzuschüchtern, politische Institutionen zu destabilisieren und den Rechtsstaat zu beeinträchtigen. Das Ziel ist daher nicht bereits mit dem Gelingen der Gewalttat erreicht, sondern der Erfolg tritt mit der Reaktion auf diese Tat ein. Gegenüber früheren Formen des Terrorismus tritt dabei im modernen Terrorismus die konkrete Tat immer mehr in den Hintergrund. Es geht um den symbolischen Charakter, meist vermengt mit einem religiösen Hintergrund und Zügen von einer rituellen Selbstopferung. Damit unterscheidet sich Terrorismus aber ganz entscheidend von traditionellen Verbrechen, bei dem es dem Täter vorrangig um die konkrete Schädigung oder Verletzung geht. Hinzu kommen noch Terrornetzwerke, die sich heute auch anders darstellen als noch in früherer Zeit. Es sind nämlich keine zentral gesteuerten paramilitärischen Organisationen, sondern sie haben eine dezentrale Struktur. Ein Terrorexperte hat es einmal so ausgedrückt, sind zu vergleichen mit dem Franchise-System von McDonald's. Jeder, der einen Anschlag begeht, kann eine Zweigstelle eröffnen, indem er sich zu einer terroristischen Organisation bekennt. Welche Rolle kann das Strafrecht hier spielen, wenn wir an Terroristen als Selbstmordattentäter und Personen denken, die eine Vielzahl von Personen in den Tod reißen wollen, aber selbst auch bereit sind zu sterben? Mit dem traditionellen Strafrecht, das darauf setzt, dass eine Strafe als Reaktion auf eine Tat abschreckt, ist da nicht viel zu gewinnen. Wenn ein Terrorist bereit ist, sein Leben dafür zu opfern, hat eine angedrohte Freiheitsstrafe vermutlich wenig Abschreckungswirkung. Daher, um traditionellen terroristischen Anschlägen vorzubeugen, muss das Strafrecht weit vor konkreten Anschlägen anknüpfen, an einen Zeitpunkt, zu dem es noch zu keiner konkreten Rechtsgutsverletzung gekommen ist, noch kein Mord, keine Körperverletzung, keine Flugzeugentführung begangen wurde. Der Kampf gegen den Terrorismus verändert daher auch unser Strafrecht. Durch Terrorismus-Tatbestände werden heute Verhaltensweisen unter Strafe gestellt, die typischerweise Vorbereitungshandlungen von Taten sind. Die Beschaffung von Werkzeugen, die Ausbildung und Unterrichtung in Fähigkeiten, die für die spätere Begehung einer Tat, einer konkreten Tat von Vorteil sein können. Das Tatstrafrecht wandelt sich daher immer mehr zu einem Täterstrafrecht. Nicht mehr eine konkrete, gesetzlich genau umschriebene Tat wird unter Strafe gestellt, sondern es werden vielmehr angeblich für gefährliche Menschen typische Verhaltensweisen oder Lebenshaltungen, Gesinnungen im Vorfeld einer Tat kriminalisiert. Das ist eine Tatsache und wohl auch eine Notwendigkeit. Wir müssen uns aber auch bewusst sein, dass damit Probleme verbunden sind. Denn es wird an Alltagshandlungen angeknüpft, die für sich allein nicht strafbar sind. Zum Flughafen zu fahren und einen Flug in die Türkei zu buchen, ist für sich nicht problematisch. Aber aufgrund der Gesinnung des Täters wird darin ein besonderes Gefahrenpotenzial gesehen. Was ist die Konsequenz? Während man, zumindest in Österreich, das ist in Deutschland aufgrund der RAF-Vergangenheit etwas anders gewesen, aber in Österreich gab es bis zu den Anschlägen vom 11. September 2001 keine speziellen Terrorismus-Tatbestände. Man fand das Auslangern mit den traditionellen Straftatbeständen. Nun haben wir eine Reihe neuer Tatbestände. Sie sehen es hier aufgezählt. Es beginnt mit dem Anführen und der Mitgliedschaft einer terroristischen Vereinigung, Ausbildung für terroristische Zwecke, also die Teilnahme an sogenannten Terrorcamps, die Anleitung zur Begehung einer terroristischen Straftat, die Aufforderung zu terroristischen Straftaten und die Gutheißung solcher,
Terrorismusfinanzierung, worüber wir später noch genauer hören werden. Und in einer neuen Terrorismusrichtlinie soll auch das Reisen für terroristische Zwecke erfasst werden. Klar, worauf damit reagiert wird, wir haben es in ganz Europa damit mit dem Problem zu tun, dass vor allem junge Leute in die Krisengebiete des Nahen Ostens ziehen, und die Terrorismusrichtlinie verlangt jetzt auch, dass sowohl die Ausreise in diese Gebiete als auch die Einreise wieder in einen EU-Mitgliedstaat unter Strafe gestellt werden sollen. Dies führt, und zwar nicht nur das Reisen selbst, sondern bereits das Organisieren und Erleichtern. Das führt zu einer weiteren bedeutsamen Vorverlagerung der Strafbarkeit. Strafbar macht sich daher zum Beispiel, oder wenn das umgesetzt wird, jemand, der einem Jugendlichen Geld gibt, die Eltern vor, zum Beispiel, um in die Türkei zu fahren, selbst wenn die Eltern es nicht für gut heißen, dass der junge Mensch den Dschihad unterstützt und dort kämpfen möchte. Kennzeichen all dieser Tatbestände ist, dass es für die Strafbarkeit nicht erforderlich ist, dass eine konkrete terroristische Straftat begangen wurde. Warum sind solche Straftatbestände notwendig? Sinn ist es, gefährliche Personen lückenlos oder möglichst lückenlos zu erfassen. Ein berechtigtes Anliegen. Es ist auch ein Ziel, leichter eingreifen zu können und Beweise zu führen, wenn keine Tat vorliegt. Und diese Tatbestände ermöglichen es, in einem sehr frühen Stadium sicherheitspolitische Maßnahmen und strafprozessuale Eingriffe wie die Überwachung, bildliche und akustische Überwachung, verdeckte Ermittlungen, Verhaftungen vornehmen zu können. Wir haben es mit einer weiten Vorverlagerung zu tun, und damit wird die Strafverfolgung auch zu einer vorgelagerten polizeilichen Prävention. Anstelle von Vorbeugung tritt Repression gegen mutmaßliche Gefährder. Wenn wir das sehen und wenn wir diese weiten Tatbestände sehen, ist die Frage auch, wo sind die Grenzen? Denn man kann natürlich so weite Tatbestände schaffen, dass alles irgendwie darunter fällt. Damit wird aber das Strafrecht konturenlos. Und es birgt die Gefahr, dass auch Unschuldige erfasst werden, beziehungsweise die bloße Gesinnung bereits unter Strafe gestellt wird. Das bringt das Risiko mit sich, dass auch etwa, und davor wurde vor allem vor der Einführung der letzten Tatbestände gewahrt, etwa Bürgerrechtsbewegungen, die auf etwas vehementer agieren, erfasst werden. Dass Journalisten erfasst werden, die über terroristische Aktivitäten berichten. Es ist daher eine große Verantwortung aus meiner Sicht, und das auch im Zusammenhang mit den nun eingeführten Ermittlungs- und sicherheitspolizeilichen Maßnahmen, eine Verantwortung von Gerichten und Behörden, sorgsam und vorsichtig mit diesen Tatbeständen umzugehen und auf objektive Anknüpfungspunkte zu achten. Letzte Woche hat der OGH gerade, und das möchte ich positiv hervorheben, eine Entscheidung eines Landesgerichts aufgehoben. Es ging dabei um ein Verfahren gegen einen Marokkaner, der im Verdacht steht, im Zusammenhang mit den Anschlägen in Paris, im Konzerthaus Bataclan, zwei dieser Attentäter logistisch und psychologisch unterstützt zu haben. Der wurde verurteilt vom Landesgericht Salzburg. Der OGH hat nun entschieden, dass dieser Prozess neu durchgeführt werden muss, weil das erstinstanzliche Urteil keine vom Angeklagten weitergegebenen konkreten Organisations- und terrorismusrelevanten Informationen nenne. Das ist die Gefahr nämlich, dass diese weiten Tatbestände natürlich alles etwas
leichter machen. Und es ist wichtig, und insofern halte ich das Urteil für wichtig, zu schauen, wir dürfen, wenn wir so weite Tatbestände haben, nicht darauf verzichten, beziehungsweise im Gegenteil, man muss darauf achten, dass diese Strafbestimmungen möglichst exakt angewendet auch werden und kritisch hinterfragt werden, ob objektiv auch die Tatbestandselemente vorliegen. Besonders kritisch zu sehen ist es, wenn auch demokratische Staaten im sogenannten Krieg gegen den Terror bereit sind, rechtsstaatliche Prinzipien aufzuweichen und davon abzuweichen, sondern es muss nach wie vor absolute Grenzen geben, sei das das Folterverbot, seien das andere Garantien der Menschenrechtskonvention, denken wir an faires Verfahren. Solche Errungenschaften des Rechtsstaates dürfen für den Terrorismus nicht geopfert werden. Das aufzugeben würde, und da schließe ich an Professor Brandstätter an, würde dem Rechtsstaat schaden, wodurch Terroristen genau ihr Ziel erreichen würden, nämlich den Rechtsstaat zu schädigen. Letzter kurzer Punkt noch, wir müssen uns auch bewusst sein, wir können noch so viele Straftatbestände und hohe Strafen einführen, die hundertprozentige Sicherheit, dafür haben wir nicht, dass das dadurch terroristische Aktivitäten ausgeschlossen sein könnten, und zwar auch dann nicht, wenn wir rechtsstaatliche Verfahren aussetzen oder einschränken. Terrorismus ist für den liberalen Rechtsstaat ein Stresstest. Inwieweit nämlich ist er bereit, seine eigenen Prinzipien aufzuweichen und damit in Frage zu stellen? Und wichtig ist, dass diese rechtsstaatlichen Prinzipien nicht verleugnet werden. Vielmehr, und das ist jetzt nichts Neues, was ich hier sagen muss, muss es unser ein Anliegen sein, präventive Konzepte zur Deradikalisierung und Integration zu schaffen. Mit dem Strafrecht allein werden wir es nicht schaffen. Danke. Vielen herzlichen Dank. Noch ein bisschen so ein Blickwechsel. Geht zum Symptom, sozusagen, man kann viele Dinge hier bekämpfen. Eine der Fragen ist ganz sicher, wenn man es schafft, die Finanzierung von Terrorismus in den Griff zu bekommen oder zu unterbinden, dann hat man wahrscheinlich ein gutes Stück geschafft. Frau Dr. Lehner, wie macht man das? So sehe ich das auch. Vielen Dank für die Einladung, hier über dieses Thema sprechen zu dürfen. Ich muss weiter drücken. Dankeschön. Wir sparen, wir haben nur eins. So, ja, da bin ich. Ja, Terroristen brauchen Geld, beziehungsweise breiter formuliert, sie brauchen Vermögenswerte aller Art. Wofür brauchen sie das? Einerseits für die Durchführung terroristischer Anschläge, dafür genügen aber schon bereits geringe Beträge. Wir alle wissen, eine Bombe ist rasch und kostengünstig gebaut. Und andererseits, und jetzt vor allem, benötigen Terroristen Geld für die Aufrechterhaltung und die Etablierung ihrer Strukturen und Netzwerke. Dabei beziehen die Terroristen das Geld aus unterschiedlichsten Finanzquellen, sowohl legale als auch illegale Quellen kommen da in Betracht, also Beispiel Einwerben von Spenden über religiöse oder karitative Organisationen oder auch aus dem Drogenhandel oder auch aus legalen Wirtschaftsaktivitäten. Also wenn man das Phänomen der Terrorismusfinanzierung betrachtet, kann man das wie folgt zusammenfassen. Es geht um Vermögenswerte, die aus legalen oder illegalen Quellen stammen und in terroristische Aktivitäten investiert werden. Die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, ja, wie gehen wir das an? Das erfolgt auf unterschiedlichen Ebenen und das ist auch gut so.
Erstens mit den Mitteln des Strafrechts, mit dem beschäftigen wir uns heute und da darf ich in Folge auch eingehen. Aber andererseits finden sich im Verwaltungsrecht auch wichtige Vorschriften zur Bekämpfung, etwa die Banken haben besondere Sorgfaltspflichten, zum Beispiel bei der Feststellung der Identität ihrer Kunden, oder es ist auch möglich, Finanz- oder Wirtschaftssanktionen gegen terrorismusverdächtige Personen zu erlassen, abseits eines ordentlichen Strafverfahrens. Das wären die sogenannten zielgerichteten Sanktionen. Jetzt möchte ich mich mit dem Strafrecht befassen und der österreichische Gesetzgeber erhält für seine Vorschriften da unterschiedliche Vorgaben von internationaler und europäischer Ebene. Für die Kriminalisierung der Terrorismusfinanzierung ganz wichtig, darauf stützt sich sozusagen alles, ist das Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Terrorismusfinanzierungsbekämpfung. Das stammt aus 1999, Sie sehen das Datum. Das wurde also bereits von der Staatengemeinschaft beschlossen vor den Anschlägen vom 11. September 2001 in den USA. Ein wesentliches Gremium ist auch die FATF, die Financial Action Task Force. Das ist ein zwischenstaatliches Gremium, das wurde 1989 ursprünglich gegründet zur Bekämpfung der Geldwäsche und 2001 wurde das Mandat auch auf die Terrorismusfinanzierung erweitert. Die FATF, die erlässt Empfehlungen, das heißt, das sind keine Vorschriften, die jetzt rechtsverbindlichen Charakter für die Mitgliedstaaten haben, aber die Mitgliedstaaten stehen unter hohem Druck, diese umzusetzen, weil es gibt also Überprüfungsmechanismen, in sehr regelmäßigen Abständen überprüfen sich die Mitgliedsländer der FATF gegenseitig, ob diese Vorgaben, also ihre Vorgaben, die sie sich selbst gestellt haben, eingehalten worden sind. Also das ist ein wesentlicher Faktor. Und last but not least schafft auch die Europäische Union in Gestalt von Richtlinien vor allem Vorgaben für den österreichischen Strafrechtsgesetzgeber. Zuletzt jetzt im März 2017 wurde vom Europäischen Parlament und vom Rat der Europäischen Union die Richtlinie zur Terrorismusbekämpfung erlassen, die unter anderem, und da bin ich wieder bei meinem Thema, die Kriminalisierung der Terrorismusfinanzierung vorsieht. Ursprünglich gab es auf Ebene der Europäischen Union schon bereits seit 2002 Vorschriften zur Terrorismusbekämpfung in Form von Rahmenbeschlüssen und diese Richtlinie, diese neue, löst diese Rahmenbeschlüsse jetzt ab. Das waren die internationalen und europäischen Vorgaben. Jetzt komme ich zu den Straftatbeständen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung im österreichischen Strafgesetzbuch. Es handelt sich dabei um Vorbereitungsdelikte. Wir haben schon gehört von Professor Kehrt, was Vorbereitungsdelikte sind. Also die verlagern die Strafbarkeit in das Vorfeld konkreter Taten, die einen anderen schädigen oder verletzen. Penalisiert wird die Finanzierung einerseits ganzer terroristischer Vereinigungen, aber nicht nur das, sondern es wird auch penalisiert die Finanzierung einzelner künftiger terroristischer Straftaten und auch von die Finanzierung von Einzelpersonen, die terroristische Aktivitäten begehen. Ich erkläre das gleich genauer, aber jetzt nur mal so zum Überblick. Und diese Finanzierung terroristischer Vereinigungen, die geht auf den ursprünglichen Rahmenbeschluss der EU aus 2002 zurück. Und die anderen beiden, die mittleren beiden Punkte, die Sie hier sehen, das geht auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Terrorismusfinanzierungsbekämpfung zurück. Das heißt, wir haben hier unterschiedliche Vorgaben, durch die der österreichische Gesetzgeber beeinflusst wurde, was auch insgesamt zu einer Inhomogenität der Straftatbestände im Bereich der Terrorismusbekämpfung geführt hat. Jetzt möchte ich genauer darauf eingehen. Was versteht man oder wann ist die Finanzierung einzelner terroristischer Straftaten mit Strafe bedroht? Es gibt da einen eigenen Tatbestand, Paragraph 278d ist das im Strafgesetzbuch. Da wird bestraft das Sammeln oder Bereitstellen von Vermögenswerten, die in weiterer Folge für eine
künftige terroristische Straftat verwendet werden sollen. Also es geht um Vermögenswerte, das ist sehr, sehr weit gefasst. Also es geht nicht nur um Geld, das gegeben wird, sondern Vermögenswerte aller Art, Fahrzeuge, Waffen, auch alltägliche Gegenstände wie Kleidung oder Lebensmittel sind erfasst. Es gibt auch keine Erheblichkeitsschwelle, das heißt auch eine ganz geringfügige Geldleistung erfüllt diesen Tatbestand, was wichtig ist, weil wir haben gesagt, Terrorismus lässt sich schon mit ganz wenigen Mitteln finanzieren, Stichwort Bombenbau. Zu den zwei Tathandlungen. Es gibt das Sammeln oder das Bereitstellen der Vermögenswerte, das bestraft ist. Das Bereitstellen, da stellt der Täter zuvor gesammelte oder auch eigene Vermögenswerte zur sofortigen und uneingeschränkten Nutzung bereit. Also es wird zum Beispiel Geld überwiesen oder ein Vermögenswert übergeben. Dann die zweite Tathandlung ist die Tathandlung des Sammelns. Das ist interessant, was darunter zu verstehen ist. Ist das im Sinne eines Einsammelns zu verstehen oder ist auch bereits das bloße Ansparen von eigenen Vermögenswerten tatbildlich? Da ist meines Erachtens eine einschränkende Tatbestandsinterpretation gefragt, weil es handelt sich ja um ein Vorbereitungsdelikt, das die Strafbarkeit sowieso schon vorverlagert. Das heißt, meines Erachtens ist das Sammeln im Sinne von Einsammeln zu verstehen. Das heißt, ich brauche einen nach außen gerichteten Akt. Also ich richte mich an Personen im privaten oder im öffentlichen Bereich, starte einen Spendenaufruf und in weiterer Folge erhalte ich auch diese Vermögenswerte. Das ist das Sammeln. Also das Ansparen, das bloße Ansparen von eigenen Vermögenswerten wäre demnach nicht tatbildlich. Das Sammeln oder Bereitstellen von Vermögenswerten, das ist das Objektive, was nach außen in Erscheinung tritt. Das sind Handlungen, die Alltagshandlungen sind, da ist noch nichts verkehrt. Was stellt jetzt das Unrecht her? Das Bereitstellen oder Sammeln muss zum Zweck der Ausführung künftiger terroristischer Straftaten geschehen. Das heißt, der Täter muss in seinen erweiterten Vorsatz, das ist ein rein subjektives Merkmal, das hat kein Gegenstück im objektiven Bereich, er muss in seinem Vorsatz, er muss sich denken, dass er diese Vermögenswerte für eine künftige terroristische Tat sammelt oder für eine solche bereitstellt. Ganz wichtig ist, es ist irrelevant für diese Strafbarkeit nach dem Paragraphen 278d, ob diese künftige terroristische Straftat dann tatsächlich ausgeführt wird. Das ist kein Kriterium für die Strafbarkeit, das ist rein in den Gedanken des Täters. Was ist nun eine terroristische Straftat im Sinne der Terrorismusfinanzierung? Das ist interessant, da gibt es einen eigenen Begriff sozusagen der terroristischen Straftaten für die Terrorismusfinanzierung, der unterscheidet sich von dem Begriff der terroristischen Straftat, den wir sonst auch im StGB finden. Das ist zurückzuführen auf diese unterschiedlichen Vorgaben. Und für die Terrorismusfinanzierung wurden die terroristischen Straftaten, also was ist eine finanzierungstaugliche Straftat, aus den verschiedenen Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Terrorismusbekämpfung übernommen. Also zum Beispiel die erpresserische Entführung oder die Gefährdung der Sicherheit der Luftfahrt ist so eine finanzierungstaugliche Straftat, für die die Vermögenswerte gesammelt oder zur Verfügung gestellt werden müssen. Das betrifft die Finanzierung einzelner künftiger terroristischer Straftaten. Jetzt wollte man dem Phänomen der Einzelterroristen noch mehr Herr werden. Also Einzelterroristen meine ich Terroristen, die unabhängig von einer terroristischen Vereinigung agieren. Und deshalb wurde 2013 auch die Strafbarkeit von Einzelterroristen ohne unmittelbaren Bezug zu einer künftigen terroristischen Straftat implementiert. Also demnach, nach dieser Variante 2, ist strafbar, wer eine Person finanziert, von der er weiß, dass sie terroristische Handlungen begeht. Und diesen Verwendungszweck
für eine künftige, dass die Sammlung oder Bereitstellung für eine künftige terroristische Straftat erfolgen soll, wie es bei der Variante 1 erforderlich ist, das fällt hier weg. Hier wird also eine Person finanziert und nicht eine terroristische Tat. Damit kommt es jetzt zu einer noch weiteren Vorverlagerung der Strafbarkeit und erfasst werden hier soll zum Beispiel die Finanzierung des Lebensunterhalts eines Einzelterroristen oder die wenn man Reisen von Einzelterroristen finanziert. Gut, das war der Paragraph 278d, dieser eigene Straftatbestand zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, den es im österreichischen StGB gibt. Dann habe ich Ihnen schon gesagt, es ist auch eigens penalisiert die Finanzierung terroristischer Vereinigungen. Das geht auf die auf den EU-Rahmenbeschluss zurück. Wenn man einer terroristischen Vereinigung Vermögenswerte bereitstellt oder auch Vermögenswerte für diese sammelt, so beteiligt man sich als Mitglied an der terroristischen Vereinigung. Da ist Strafdrohung ist 1 bis 10 Jahre Freiheitsstrafe, vielleicht auch ganz interessant. Das ist übrigens die gleiche Strafdrohung, die auch gilt für die Finanzierung von einzelnen terroristischen Straftaten. Das war früher anders. Man hat ursprünglich gesagt, es hat einen erhöhten Unwertsgehalt, wenn ich terroristische Vereinigungen finanziere. Da ist 1 bis 10 Jahre Freiheitsstrafdrohung. Und die Finanzierung einzelner terroristischer Taten hat nicht so einen hohen Unwertsgehalt. Das heißt, da hatte man ursprünglich eine Strafdrohung 6 Monate bis 5 Jahre. Das hat man aber 2013 angehoben, auch auf 1 bis 10 Jahre. Welche Voraussetzungen jetzt gegeben sein müssen, dass ich mich als Mitglied beteilige an einer terroristischen Vereinigung, hat der Professor Kehrt schon erwähnt. Das ist sehr rudimentär geregelt im Gesetz, sehr weit. Also der Gesetzgeber hat dem Richter einen sehr weiten Ermessensspielraum gelassen und dieser wurde auch ausgenutzt von den Gerichten, wenn man sich die Rechtsprechung der letzten Jahre anschaut. Also man kommt sehr schnell zu einer Strafbarkeit als Mitglied in einer terroristischen Vereinigung. Gut, das war ein Überblick über die Straftatbestände. Jetzt darf ich noch kurz zu den aktuellen Entwicklungen. Also ich habe Sie schon darauf hingewiesen, auf die Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom März 2017 zur Terrorismusbekämpfung. Diese muss von den Mitgliedstaaten bis September 2018 umgesetzt werden. Fest steht, dass es da zu einer Ausdehnung der Strafbarkeit kommen wird, auch im Bereich der Terrorismusfinanzierung. Dieser Straftatenkatalog der finanzierungstauglichen Straftaten, der wird ausgeweitet werden müssen, um unseren derzeitigen Tatbestand an das EU-Recht anzupassen. Wie der österreichische Gesetzgeber diese Vorgabe dann im Detail umsetzen wird, das können wir mit Spannung erwarten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Last but not least, Entschuldigung, Professor Glaser, bitte. Danke vielmals. Sehr geehrte Damen und Herren, guten Abend. Jetzt kommt ein bisschen ein Fremdkörper hinein. Wir haben viel über Terrorismus gehört und zuletzt auch ganz intensiv über Terrorismusfinanzierung. Und wir haben auch schon das Stichwort Geldwäscherichtlinie gehört und FATF, die ja grundsätzlich für Geldwäsche da ist. Und da freue ich mich, Ihnen meine Anmerkungen präsentieren zu können zum sehr ungleichen Paar Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, die aus meiner Sicht so gar nicht zusammenpassen. Aber urteilen Sie selbst. Vielleicht ein kurzes zur Einführung, ein kurzer Überblick. Viele Leute wissen schon sozialwissenschaftlich gar nicht, was man eigentlich so unter Geldwäsche oder auch Geldwäscherei versteht und wo eben dieses Phänomen liegt, dass der Staat und die EU und die internationale Gemeinschaft so verbissen bekämpfen wollen. Also was ist Geldwäsche, so ganz grundsätzlich, außerhalb von irgendwelchen juristischen Terminologien? Wenn Sie sich hineinversetzen in einen Verbrecher, und zwar in keinen Terroristen, sondern in einen Verbrecher,
der deswegen kriminell wird, weil er Geld verdienen will. Also ein wirtschaftlich denkender Mensch, dem halt die Wege hin zum Reichtum egal sind, dann steht unser Krimineller bald vor einem gewissen Problem, wenn er nämlich keine glaubwürdige Erklärung dafür abliefern kann, woher denn sein Vermögen kommt. Er kann sich nicht zu seinem Schwarzgeld bekennen, weil dieses Schwarzgeld ihn sofort in Verruf bringen würde, sofort mit seinen kriminellen Machenschaften in Verbindung brächte und das würde dazu führen, dass er bestraft wird und das Geld nimmt man ihm auch weg, wird für verfallen erklärt. Hier kommt jetzt die Geldwäsche mit ins Spiel und soll dieses Schwarzgeld verwendbar machen. Das ist das Ziel der Geldwäsche, die ist deswegen der Motor der Kriminalität, so wird sie genannt. Sie führt dazu, dass sich das Verbrechen auszahlt. Und da hat die Kriminologie einen ziemlich holzschnittartigen, aber doch eingänglichen Drei-Schritt-Vorgang entworfen. Wir haben zunächst irgendeine kriminelle Vortat, die erwirtschaftet Geld, zum Beispiel ein Drogenhandel. Oder man hat sich bestechen lassen. Oder man ist ein Anlagebetrüger, was auch immer. Man macht irgendwas Kriminelles und erwirtschaftet damit Geld. Wenn dieses Geld, so wie beim Drogenhändler, meistens Bargeld ist, dann muss man es in einem ersten Schritt loswerden, physisch. Das Bargeld muss zu Buchgeld werden, das nennt man die Platzierungsphase. Das ist ein relativ gefährlicher Moment zum Geldwaschen, weil man da leicht erwischt werden kann. Man kann nicht mehr so einfach zur Bank gehen, also muss man innovativer werden. Da ich aber keine Anleitung zum Geldwaschen geben soll, gehe ich nicht weiter ins Detail, wie innovativ man jetzt werden sollte. Hat man es geschafft, das Bargeld zu Buchgeld zu machen, kommt jetzt der eigentliche Witz, nämlich die Schichtungsphase. Jetzt macht man möglichst viele, möglichst unüberschaubare Transaktionen, möglichst grenzüberschreitend, um die Papierspur so schwer nachvollziehbar wie möglich zu machen. Dass hinterher ein Ermittler den aktuellen Verbleib des Geldes nicht mehr in Verbindung bringen kann mit der ursprünglichen Vortat. Und wenn man glaubt, genug Haken geschlagen zu haben, wie ein Hase, dann kommt die Reintegrationsphase. Jetzt kommt endlich der Moment, in dem man sich zu seinem nicht wohlverdienten Geld bekennen kann. Denn jeder, der eine Frage stellt, wieso bist du zu reich, dann, der kriegt eine Antwort, die ist plausibel. Und die lässt sich einmal schwer widerlegen. Das ist der Sinn der Geldwäsche. Wenn Sie sich jetzt noch einmal eben an das erinnern, was wir zur Terrorismusfinanzierung gehört haben. Da kommt Geld aus welcher Quelle auch immer und wird investiert in irgendwelche illegalen Zwecke. Ganz, ganz einfach einmal ausgedrückt. Und bei der Geldwäsche ist es eigentlich genau der umgekehrte Vorgang. Da kommt Geld aus einer illegalen Quelle und soll dann für einen jeglichen Zweck verwendet werden. Natürlich gibt es da Überschneidungsbereiche. Also es gibt schon auch Geld aus illegalen Quellen, dass dann anderen illegalen Zwecken, terroristischen Zwecken zugeführt werden soll. Ja, da gab es auch in der Vergangenheit Beispiele, wenn wir an die FARC denken in Kolumbien oder an die Taliban in Afghanistan, klar, die haben irgendwelche Drogengelder dann zu terroristischen Zwecken verwendet. Gut, diesen Fall gibt es, aber gerade dieser Fall ist aus meiner Sicht der wenig interessante aus Geldwäsche-Sicht, weil gerade jemand, der illegale Gelder sowieso nicht zu offiziellen legalen Zwecken verwenden möchte, gerade der braucht nicht sehr viel Aufwand in seinen Waschvorgang stecken. Dem ist es ja egal, der kommt ja aus der Kriminalität und verbleibt in der Kriminalität und möchte sich gar keinen legalen Anschein erwerben. So, da sehen Sie schon einmal, wo ich den Unterschied sehe. Jetzt unterliegt die Geldwäsche genauso wie die Terrorismusfinanzierung einer starken strafrechtlichen Repression. Wir haben Straftatbestände und das ist ja auch okay so. Zusätzlich aber unterliegt die Geldwäsche ebenso wie die Terrorismusfinanzierung enormen Präventionsbestimmungen, die alle möglichen Wirtschaftsteilnehmer in Österreich und der ganzen EU sehr, sehr beschäftigen. Banken, Versicherungen, Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, verschiedenste Gewerbetreibende, alle sind in der Pflicht, nicht nur Sorgfaltsmaßnahmen ohne Ende vorzunehmen, sondern auch Meldepflichten unterliegen sie. Sie müssen Kanzleirisikoanalysen durchführen, sie müssen Hinweisgebersysteme implementieren und, und. Und es gibt ein Register der wirtschaftlichen Eigentümer,
in Österreich. Es wird immer mehr, es ist auch schon die fünfte Geldwäscherichtlinie auf dem Weg und man scheint nicht genug zu bekommen von diesen Präventionsaufgaben. Und interessanterweise werden bei diesen Präventionsaufgaben Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eigentlich fast gleich behandelt. Die kommen immer in einem Atemzug vor. Und wenn wir davon sprechen, dass der Terrorismus bekämpft werden muss, ja, es wurde im Gefolge des 11. September gleich die zweite Geldwäscherichtlinie erlassen und in einem Aufwaschen wurden gleich neue Geldwäschepräventionsmaßnahmen verordnet. Man sieht diesen Gleichschritt zwischen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf internationaler Ebene bei der FATF, die schon erwähnt wurde, ebenso wie bei der EU, die macht da gar keine Unterschiede, und natürlich auch auf nationaler Ebene in den einzelnen Gesetzen. Wir sehen es im Bankwesengesetz ebenso wie auch ganz trivial bei den Behördenzuständigkeiten. Es ist die Geldwäschemeldestelle, die auch zuständig ist für Meldungen wegen Terrorismusfinanzierung. Es ist die FMA, die die Banken überwacht, nicht nur wegen Geldwäsche, sondern auch wegen Terrorismusfinanzierung. Bei den freien Berufen sind es die Kammern. Ist das ein sinnvoller Zusammenhang? Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Eine dieser Pflichten, die ganz viele unserer Wirtschaftsteilnehmer trifft, ist die Pflicht, eine Risikoanalyse vorzunehmen, und zwar ganz allgemein, aufs eigene Unternehmen bezogen. Man muss ein Risiko analysieren. Wo liegt das Risiko, wo liegen die Risiken, zu Zwecken der Geldwäsche missbraucht zu werden? Ebenso, wo liegen die Risiken zu Zwecken der Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden von irgendeinem Kunden? Wo liegt also bei mir als Rechtsanwalt das Risiko, dass irgendein Klient daherkommt und meine Dienstleistungen zu Geldwäschezwecken missbraucht, zu Terrorismusfinanzierungszwecken missbraucht? Ja, das muss alles in einer Risikoanalyse drinstehen und dann haben wir da Kategorien, hohes Risiko, mittleres Risiko, niedriges Risiko. Jetzt frage ich mich aber, sind diese Risiken eigentlich miteinander vergleichbar? Bei der Geldwäsche geht es darum, ob man zur Verschleierung von Vermögensbestandteilen herangezogen wird, missbraucht wird, die einen illegalen Ursprung haben. Es ist aber gar kein springender Punkt, wohin dieses Geld dann fließt. Die Zielrichtung des Geldes ist egal. Und bei der Terrorismusfinanzierung ist es genau umgekehrt. Da hat man es regelmäßig mit legal erwirtschaftetem Vermögen zu tun und wird aber dann dazu instrumentalisiert, dass das Geld irgendwo in dunkle Kanäle fließt. Das ist aus meiner Sicht etwas völlig anderes. Die Geldwäsche und die Terrorismusfinanzierung bezeichnen völlig unterschiedliche Verhaltensweisen. Die werden in den seltensten Fällen gemeinsam auftreten. In den seltensten Fällen wird es das gleiche Risiko sein, dass das Risiko missbraucht zu werden für diese Aktivitäten betrifft. In den seltensten Fällen werden das die gleichen Täter sein, die hier als Geldwäscher oder Terrorismusfinanzierer auftreten. Und trotz all dem werden die Wirtschaftsteilnehmer in Österreich und in der EU den gleichen Präventionspflichten zu diesen beiden völlig unterschiedlichen Phänomenen unterworfen. Und es ist überhaupt nicht geklärt, ob diese Risiken auch gleich sind bei beiden Phänomenen. Ich glaube, dass diese durchgehende Verschränkung der Präventionspflichten für Geldwäsche und für Terrorismusfinanzierung sehr, sehr merkwürdig ist und in Wahrheit auch überdacht werden würde, weil sie möglicherweise ohne Not die Wirtschaft mehr belastet, als sie Straftaten vermeiden kann. Ich bin schon am Ende mit meinem Vortrag und bedanke mich sehr herzlich. Vielen Dank an alle. Jetzt stellt sich so die Frage, wenn man so Professorinnen und Professoren reden lässt, dann haben sie ja immer aufeinander was zu sagen. Ich würde jetzt einmal ganz kurz die Chance geben, aufeinander zu reagieren, mit der Bitte, es tatsächlich kurz zu machen, damit wir dann in die Saalrunde kommen. Aber der Wolfgang Brandstätter hat schon geschrieben, daher sehe ich, jetzt kommt was, Wolfgang. Vielen Dank, lieber Michael. Es sind nur ein paar Bemerkungen, die mir da eingefallen sind bei den Referaten, die wir jetzt schon gehört haben.
Ich wollte zu dieser Entscheidung des OGH, die Robert Kehrt zitiert hat, nur schon sagen, da ging es immerhin um eine Freiheitsstrafe, glaube ich, von 6 Jahren. Und wenn der Oberste Gerichtshof eine Verurteilung wegen Begründungsmängel aufhebt, da heißt das ja nicht, dass es wirklich kein Terrorist war, sondern es muss jetzt einfach von vorne neu begonnen werden. Und man wird sehen, wie dann die Begründung der nächsten Entscheidung aussieht in diese oder jene Richtung. Also das wollte ich nur schon auch hier ergänzt haben. Und Severin Glaser war wie immer sehr, sehr scharfsinnig und hat zu Recht darauf hingewiesen, dass natürlich an sich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nicht immer so parallel laufen. Es ist völlig klar, wenn ich etwa aufrufen würde zu einem Crowdfunding zur Finanzierung von Terroraktivitäten, dann kann ich dadurch legales Geld sofort illegal machen. Und Illegales bleibt kontaminiert. Das ist schon richtig, dass man das unterscheiden muss. Mich hat ja fast gewundert, lieber Severin, dass du nicht noch einen Schritt weiter gehst, konsequenterweise, und eine Risikoanalyse forderst für den Gesetzgeber oder für die EU, die auch einmal sich überlegen sollte, welche Risiken sie sozusagen verursacht durch eine aus deiner Sicht überbordende Aktivität. Aber es ist schon richtig, dass man hier schon auch Sensibilität dafür haben muss, dass manches an vor allem auch formalen Erfordernissen vielleicht doch nicht wirklich notwendig ist. Das wäre das, was mir sozusagen zuallererst aufgefallen ist. Aber ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Eine Frage noch, weil es mir so gekommen ist. Also ich bin ja so sozusagen der Verfassungsrechtler in mir. Ich habe ja immer gelernt, Straftatbestände, Eingriffsrecht, besonders genau determiniert, das muss alles genau geregelt sein. Jetzt, wie die Frau Dr. Lehner geredet hat, habe ich mir gedacht, naja, wie ist es mit der Finanzierung, sozusagen, wenn ich terroristische Aktivitäten finanziere? Also nehmen wir mal an, was weiß ich, die WU organisiert Austausch, sozusagen Studentenaustausch, Studierendenaustausch. Wenn wir jetzt da auch noch ein bisschen unterstützen und ein bisschen helfen, dass die Leute noch eine Unterkunft kriegen, also sie einfach einmal sozusagen ökonomisch unterstützen, müssen wir aufpassen, wen wir unterstützen? Müssen wir also jetzt in Zukunft auch noch fragen, wollt ihr wirklich dort studieren oder habt sonst noch was vor? Machst du keine Risikoanalyse? Naja, eine aktive Nachforschungspflicht, weiß ich nicht, wie weit die gehen muss im jeweiligen Fall, aber wenn ich, es genügt schon hier der Eventualsatzes, also wenn ich etwas für möglich halte, und es auch in Kauf nehme, also wenn ich mir denke, okay, die sind in terroristische Aktivitäten verwickelt und das ist mir egal sozusagen, dann ja, dann muss ich aufpassen. Ja. Ich habe ja sowas befürchtet, so nach dem Motto, also wenn der Wolfgang Brandstätter mit, also in seiner ganz argen Zeit mit Bord und so weiter bei uns hinkommt und sagt, er will jetzt woanders studieren, dem traue ich ja alles zu, ist gleich, der kriegt nichts mehr. Meine Damen und Herren, jetzt gibt es ganz sicher eine ganze Reihe von Fragen oder Anmerkungen oder Ergänzungen zu dem, was gesagt worden ist. Ich würde mal so eine Saalrunde gerne machen, fragen, wer hat denn was, wem brennt denn irgendeine Bemerkung oder so, wer hat denn was am Herzen? Jetzt weiß ich schon, ja, das ist immer super, ne? Den da vorne lassen wir jetzt verhungern. Nicht? An sowas haben wir gedacht und wir haben den Professor Burgstaller da. Und wenn wir ihn schon da haben, dann wäre es eine Sünde, ihn nicht zu bitten, ob er nicht vielleicht zum Thema auch noch ein bisschen was zu sagen hat. Wir haben ein Saalmikrofon da und nachdem ich es vorher angekündigt habe, traue ich mich jetzt, wenn wir die Chance haben. Vielen Dank. Ja, gerne, als Eisbrecher stehe ich zur Verfügung, obwohl ich schon der Meinung bin, das Thema verdient es, dass viele Fragen stellen. Ich habe Ihnen ja gesagt, dann melde ich mich auf alle Fälle, wenn mich einer der Vortragenden zum Widerspruch reizt. Das ist trotz Ihrer Hoffnung nicht geschehen. Also nein, ich kann dem zustimmen, was gesagt wurde. Natürlich hätte ich auch so wie Brandstätter da und dort eine Bemerkung. Es wäre aber schade um die Zeit, will ich nicht. Aber dann, wenn ich jetzt so gebeten werde, ob ich was zum Thema sagen kann, dann habe ich wirklich was zum Sagen. Heute haben zum Thema Rechtsstaat und Terrorismus
vier Strafrechtler gesprochen und haben verständlicherweise das eingeengt auf das Strafrecht. Das liegt mir nahe, weil ich war ja auch die längste Zeit meines Berufslebens Strafrechtler. Ich habe aber dieses Feld vor fast 10 Jahren ist es jetzt her, verlassen und bin jetzt Spezialist für Sicherheitspolizeirecht und Staatsschutzrecht. Und eine ganz wichtige Ergänzung zu dem Thema, wenn man Terrorismus und Rechtsstaat spricht, ist, dass wir ja das, was sehr treffend geschildert wurde, nicht nur das Strafrecht selbst immer weiter ins Vorfeld verlagern, indem die sehr schön geschilderten Tatbestände geschaffen wurden, die Vorbereitungsdelikte sind, Organisationsdelikte, Finanzierungsdelikte. Ja, meine Damen und Herren, das ist aber erst der Rest von dem, wo es anfängt. Denn so wie ich es jetzt in meiner Arbeit als Rechtsschutzbeauftragter beim Innenminister erlebe, das Schwergewicht der Terrorismusbekämpfung liegt vorher. Nämlich da hat man auch diese Vorfelddelikte noch nicht verwirklicht. Und wenn man mit trotz dieser Vorfelddelikte was meldet bei der Staatsanwalt, sagt, ein bisschen mehr müsste man schon liefern, sagt er dann zur Polizei. Und um dieses mehr liefern geht es im Sicherheitspolizeirecht. Und wenn dann einmal das Stichwort gefallen ist, Maßnahmen gegen die sogenannten Gefährder. Naja, Gefährder ist ein ganz vager Begriff und man kann das natürlich auch so verstehen, in diesem engen Sinn, wo dann das Strafrecht angreift. Aber meistens wird das in einem Sinne verwendet, wo man das alles noch nicht hat, sondern nur bestimmte Tatsachen sprechen dafür, dass eine Gruppe von Menschen oder ein einzelner Mensch ernsthaft befürchten lässt, er plane was. Ich sage Ihnen irgendein Beispiel. Wir haben in Österreich ein bisschen Hunderte von Leuten, die nach Syrien gegangen sind und dann in den Irak und dort beim IS gekämpft haben. Und ein nicht unerheblicher Teil aber ist zurückgekommen. Die sind da. Gegen einige dieser, wenn man ihnen etwas nachweisen kann, gibt es dann einen Strafprozess. Und wenn das beweismäßig hält, werden sie auch verurteilt. Dann werden sie eingesperrt. Dann sitzen sie einen Teil der Strafe ab und dann werden sie bedingt entlassen. Gut, jetzt bemüht sich die Strafjustiz sehr, muss ich wirklich anerkennend sagen, durch sogenannte Deradikalisierungsprogramme, wo auch erfreulicherweise Imame und andere muslimische Experten helfen, da was zu erreichen. Aber der Erfolg ist limitiert. Und das bedeutet, bei manchen, die verstellen sich und tun, wir sind eh brav, aber manche bekennen auch, nein, ich habe keinen Grund, ich habe ja das aus Überzeugung gemacht. Die bekennen sich sogar dazu, aber ich tue es nicht. So, was macht man jetzt mit denen? Das ist das erste und ganz schwierige Problem, wo man rechtsstaatlich jetzt sagt, ja, irgendwas muss man wohl tun. Und Sie wissen ja, wenn irgendein Attentat ist, jetzt zuletzt wieder in Paris, dann sofort, sagen die Medien, ja, der Polizei war der Mann schon lange bekannt, aber sie haben nichts getan. Dabei haben wir in der Zwischenzeit Möglichkeiten, was zu tun, und da bemüht man sich auch, aber da gibt es zwei Probleme. Erstens können diese Maßnahmen, die da der Polizei erlaubt sind, man findet sie im Sicherheitspolizeigesetz, vor allem aber im polizeilichen Staatsschutzgesetz,
nicht für Sicherheit garantieren. Man kann nicht, so sicher wäre es nur relativ sicher, wenn man es einsperrt. Aber das um Gottes Willen, nicht? Da wäre wirklich ganz sicher jedwede Grenze, die der Rechtsstaat setzt. Nur weil man sie fürchtet, einer wird was tun, kann man nicht einsperren. Ja, man kann ihnen auch nicht Geldstrafe geben und man kann, was kann man denn tun? Man kann verlangen, dass er sich, was weiß ich, alle 2 Wochen bei der Polizei meldet. Tut man auch. Man kann sogenannte Gefährderansprachen machen. Und das kann man ihm das klar machen, was das ist und so. Okay, da kommt er auch vielleicht nicht. Aber was er dazwischen tut, weiß man nicht. Gut, dann können Sie nach dem Staatsschutzgesetz, da müssen Sie aber schon ein bisschen konkrete Sachen haben, sagen, okay, den wollen wir beobachten, also observieren. Ja, das kann man machen, wenn man 50, 60 Leute hat. Wenn man sehr viele hat, die Deutschen, glaube ich, haben neulich einmal gesagt, sie haben 1000 fast in Deutschland. Wo sind die Ressourcen, dass man die alle, geht schon nicht mehr. Also man muss jetzt da schon einmal eine Selektion machen und eine Zeit lang observieren. Und dann kann man, wenn man wirklich ganz konkret schon was befürchten muss, solche Fälle haben wir in Österreich schon gehabt, dann kann man noch machen, da ist schon ziemlich schwierig, muss ein Rechtsschutzsenat die Ermächtigung dazu erteilen, dass man, wenn man seine Telefonnummer hat, dass man versucht festzustellen, wo ist er. Man kann für einen bestimmten Zeitraum seinen jeweiligen Standort feststellen. Man kann schauen, die sogenannten Verbindungsdaten erheben. Niemals Inhalte. Also das ist tabu, da muss man mehr haben, da muss man schon im Strafrechtsbereich sein. Aber in diesem Vorfeldbereich kann man immerhin sich melden lassen von den Fernmeldebehörden, wie gesagt, unter rechtsstaatlicher Absicherung. Mit wem hat er telefoniert? Mit wem hat er sie getroffen? Und dann kann man schauen, mit wem er da telefoniert hat, dann muss man schauen, wer ist denn das? Dann schaut man den an. Vielleicht findet man ein Geflecht oder ein Netzwerk. Nicht das und die, aber man muss sich immer klar sein, das Ganze ist eine unbestimmte Sache, immer mit Unsicherheiten belastet. Und erstens gibt es keine hundertprozentige Sicherheit, nach einer Zeit lang muss man zurückgehen. Und zweitens, da drinnen sind wirklich rechtsstaatliche Probleme. Also das war mein Beitrag für heute, jetzt bin ich aber ganz still. Aber ich glaube, es ist eine wichtige Ergänzung zu dem, was die Herren am Podium gesagt haben. Vielen Dank. Dankeschön. Das war eine sehr gute Ausführung. Vielen Dank. Ich möchte gleich anschließen. Die Gesetzgebung hinkt der Praxis hinterher. Das ist so. Das ist vor allem in Österreich so. Seit 2009 gibt es WhatsApp, End-to-End-Verschlüsselung. Und auch Verbindungsdaten, wenn ich die auslese, sehe ich ja nicht mehr, wer ruft wen an, wer schreibt wen, weil das alles über WhatsApp, Threema, Telegram, Skype passiert. Und vor allem, wenn ich ins Ausland telefoniere, schon allein von den Kosten her, mache ich das nicht mehr über das Mobilfunknetz. Das ist einmal das Erste. Wie kann es sein, dass 9 Jahre nachdem WhatsApp eingeführt worden ist, dass ich noch immer keine gesetzliche Handhabe habe? Ich würde sagen, mal den Bundestrojaner, das haben Sie kurz erwähnt. Wie gibt es denn sowas? Wir tappen vollkommen im Dunkeln. Das muss doch jetzt endlich einmal was geschehen. Danke. Ich sammle ein bisschen, da war, glaube ich, da hinten eine Wortmeldung. Danke, wenn es mir ein bisschen hilft mit Aufzeigen, dann hilft es, dann kommt das Mikrofon. Und ich für die Biotechnologie, also ein völliger Laie. Es kommt mir aber so vor, als wäre die gesamte Strafprozessordnung nicht ausreichend für die Terrorbekämpfung und es wären jetzt auch 2 völlig andere Themen. Wieso schafft man nicht eine Prozessordnung für die Bekämpfung von Terror an sich, wo man schon im Vorfeld die Leute als mögliche Terroristen oder Gefährder
abstempelt und sie auch dementsprechend behandelt. Und die zweite Frage ist, wie weit wollen wir gehen, wenn, also im Sinne von, ich verstehe, dass man Terroristen überwachen muss, das ist logisch, allerdings, wenn ich vergesse, einen Parkschein zu lösen und dann, keine Ahnung, die Parkwache von Wien sieht, dass ich keinen Parkschein gelöst habe, weil ich meinem Papa gesagt habe, mach mir einen Parkschein. Und dann habe ich aber schon die Strafe, weil sie gesehen haben, dass ich meinen Parkschein nicht löse. Also wo ist die Grenze in diesem Fall von der Überwachung oder von einem Eingriff in der Überwachung? Wer mag denn? Professor Brandstätter. Ja, nur ganz kurz zu dieser einen Frage, die ja durchaus berechtigt ist. Warum haben wir noch keine Möglichkeit, WhatsApp-Kommunikation zu überwachen? Das liegt natürlich einerseits daran, dass es technisch wirklich sehr schwierig ist. Andererseits muss man ganz klar sagen, letztlich bedarf, und das ist ja auch Gott sei Dank das Wesen des Rechtsstaats, jede Eingriffsmöglichkeit einer entsprechenden rechtlichen Grundlage und dafür braucht es eine Mehrheit. Und Sie haben das ja miterlebt in den letzten Jahren, kann ich sagen. Wir haben sehr starke Kräfte, die sich für Datenschutz immer sehr stark gemacht haben. Das hat sicher grundsätzlich seine Berechtigung. Und da geht es um genau das, was ich angeführt habe, nämlich um die Kollision von Persönlichkeitsrechten, wo man halt hier einen vernünftigen Weg finden muss und sich überlegen muss, was ist jetzt wirklich wichtiger und welche Einschränkung ist hier sinnvoll, notwendig oder geboten. Jetzt wird es eine Regelung geben im neuen Gesetz, das jetzt im Prinzip ja durch ist. Man wird sehen, inwieweit das wirklich letztlich hilfreich wird. Und zur zweiten Frage ist vielleicht zu sagen, dass der Herr Kollege vielleicht unbewusst gesagt hat, warum machen wir nicht eigene Terrorgesetze, um diese Gefährder, und dann haben Sie gesagt, abzustempeln. Genau das ist das Problem, auf das Professor Burgstaller hingewiesen hat. Ja? Nämlich die Definition, was ist ein Gefährder, was muss hier vorliegen, um hier wirklich auch aus rechtsstaatlicher Sicht entsprechende Eingriffe vorzunehmen. Das ist das wirkliche Problem. Aber das, was Professor Burgstaller skizziert hat, ist, finde ich, als Lösungsansatz wirklich absolut überzeugend. In die Richtung wird man wohl gehen müssen. Und natürlich liegt es sehr, sehr stark im Sicherheitspolizeirecht, hier wirklich das Notwendige zu tun, um möglichst Anschläge zu verhindern. Und vielleicht passt es gut dazu, nach meinen Informationen wurde heute im Bayerischen Landtag eine Erweiterung des Polizeiaufgabengesetzes beschlossen, das in die Richtung geht, dass die Polizeibehörden jetzt mehr Befugnisse bekommen sollen, insbesondere in Bezug auf Sammlung und Überwachung von Daten und Ähnliches mehr. Also es ist einfach in diesem Bereich sehr, sehr viel auch im Fluss. Aber wenn ich Nein, das sage ich vielleicht später dann noch, nämlich dass anhand eines Beispiels wollte ich zeigen, dass diese Probleme, die es zu lösen gilt, in Wirklichkeit gar nicht so neu sind. Das haben wir immer wieder gehabt, diese Notwendigkeit der Abwägung von Grundrechtseingriffen. Ja. Gut. Publikum geht vor, oder? Okay. Ist okay. Ja. Also ich hätte eher eine Frage an den Herrn Professor Kehrt, aber auch generell an die Runde, weil der Herr Professor den USA Patriot Act erwähnt hat. Halten Sie generell solche Paketlösungen mit doch sehr drastischen Verschärfungen für sinnvoll oder ist das eher populistischer Nonsens? Robert? Ja, okay. Ja, eher Zweiteres. Also vor allem, wenn solche Pakete unmittelbar auf einen Terroranschlag folgen, dann halte ich davon eher wenig. Gefahr sehe ich vor allem dann, dass ich natürlich zu irgendwelchen Schnellschüssen neige unter Umständen, wo dann schon der Rechtsstaat auf der Strecke bleibt. Und also ich bin generell skeptisch bei solchen Schnellschüssen der Politik, weil ich nicht glaube, dass sie wirklich sehr viel bringen, insbesondere dann, wenn sie nur zu eingriffsintensiven Maßnahmen neigen, ohne dass man sich vielleicht überlegt hat, was
was das für Konsequenzen hat. Und damit komme ich jetzt gleich zu den anderen beiden Fragen auch noch, nämlich brauchen wir oder wäre es nicht sinnvoller, eine Strafprozessordnung für Terroristenbekämpfung zu schaffen? Also das halte ich für gefährlich, weil was wollen wir denn da reinschreiben? In Wirklichkeit müssen wir oder müsste man dann eine Strafprozessordnung schaffen oder man müsste wahrscheinlich noch früher ansetzen, nämlich im Sicherheitspolizeirecht schon, die spezielle Regeln für Terrorismusbekämpfung vorsehen, die aber dann weniger rechtsstaatliche Garantien oder weniger verfahrensrechtliche Garantien vorsehen. Also was weiß ich, ich verzichte auf einen Richtervorbehalt, damit es schneller geht, dass die Polizei machen kann, was sie will. Ich verzichte auf Rechtsschutzbeauftragte und so weiter. Oder das wäre die Konsequenz und davor würde ich warnen. Also das kann man machen, aber dann sind wir weg von dem, was ich auch betont habe. Ich glaube, dann geben wir dem Terrorismus nach und ich glaube letztendlich auch nicht, dass es so viel bringt. Also wir werden, glaube ich, deswegen nicht in einer sichereren Welt leben. Also ganz im Gegenteil, ich bin jetzt auch im Zusammenhang mit den neuen Ermittlungsmaßnahmen, im Zusammenhang jetzt mit dem Sicherheitspaket und mit der Überwachung von elektronischen Nachrichten und so weiter, der Meinung, ja, es ist auch Strafrecht und auch Polizeirecht wird immer hinten nachhinken. So ist es halt. Und wir werden wahrscheinlich in 10 Jahren oder in 5 Jahren wahrscheinlich schon werden Terroristen Kommunikationsmöglichkeiten haben, die man dann auch nicht mit den jetzigen Maßnahmen erfassen kann. Und ich denke aber, dass es auch wichtig ist, dass man das entsprechend auch überlegt, wie das rechtsstaatlich vertretbar machbar ist. Also ich bin jetzt nicht glücklich über diesen Bundestrojaner und über Überwachung von WhatsApp. Ich glaube aber auch, naja, wir haben eine Telefonüberwachung, dann macht es keinen Sinn, wenn wir sagen, WhatsApp kann nicht überwacht werden. Ja? Aber ich habe meine Zweifel, wenn ich sage, für WhatsApp-Überwachung brauche ich weniger Voraussetzungen als für Telefonüberwachung. Und wir haben Telefonüberwachung hat sogar verfassungsrechtlich abgesichert sehr strenge Voraussetzungen. Also muss das wohl auch für Kommunikation über WhatsApp gelten. Wir müssen uns nämlich schon immer bewusst sein, das sind ja Maßnahmen, die zwar auf Terroristen abzielen, aber theoretisch auf jeden von uns auch irgendwie zum Einsatz kommen könnten. Also wir leben ja nicht in einer Parallelgesellschaft jetzt von dem her zu den Terroristen. Und wenn wir uns jetzt auch gerade die Weite von Strafbestimmungen anschauen im Zusammenhang mit Terrorismus, dann ist es auch nicht so schwer, vielleicht Gruppen hineinzubringen, die jetzt nicht IS-Terroristen sind. Und von Kommunikationsüberwachung sind wir alle früher oder später betroffen, oder? Und daher glaube ich schon, dass es ganz bestimmte materielle Voraussetzungen wie auch formale Voraussetzungen wie eben Genehmigung durch ein Gericht und so weiter braucht. So, ich habe jetzt eine Wortmeldung, eine zweite. Fairerweise mal die Frau Kollegin zuerst, weil die hat sich schon zuerst gemeldet. Kann ich vielleicht ein bisschen die Frauenquote erhöhen in der Meldung? Mir geht es nämlich darum, das ist das, was Sie jetzt implizit erwähnen, und da bin ich sehr dankbar darum, es gibt ja auch immer die Gefahr des Missbrauchs. Ja, alle Maßnahmen, die wir, und ich glaube, da wir merken jetzt schon, dass die Datenschützer da fast verunglimpft werden, wenn sie dann sagen, wir müssen aufpassen, es kann alles immer missbräuchlich verwendet werden, wenn unliebsame politische Gegner dann, wir sehen es in der Türkei, immer ganz schnell Terroristen werden. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, da wachsam zu sein und auch den Begriff Missbrauchsgefahr auch zu nennen. So. Guten Abend, ich bin Kriminalist und darf da vielleicht mit ein paar Fakten aus der Praxis Fragen beantworten. Ich habe als Observant noch Zeiten erlebt, wo es keine Handys gab und somit auch kein WhatsApp.
Da hat man einer observiert den anderen gespielt und man braucht für eine 24x7 Observation für eine Person zumindest das 10- bis 15-fache an Manpower. Sie können sich also vorstellen, wenn Sie 1000 Gefährder haben, brauchen Sie also circa das 15-fache an observanten Beamten, die die abdecken. Wir haben genauso gesehen, dass bei den Taliban zum Beispiel, dass wenn die terroristischen Vereinigungen mitbekommen, dass digital sie kontrolliert werden, dass sie ganz schnell umschalten und dann funktioniert Kommunikation nur noch von einem Mund in ein Ohr und der ist dann gelaufen und dann funktioniert ins nächste Ohr. Und das geht dann nicht mehr zu kontrollieren. Die USA ist da sehr kontrolliert, hat genauso gehandelt, indem sie in ihren Zentren alles auf die alten manuellen Schreibmaschinen umgestellt hat, weil es einfach nicht mehr, was nicht digital ist, kann nicht digital überwacht werden. Das sollte uns dazu bewegen, mehr zu überlegen, wo wir an der Struktur ansetzen. Strafrecht ist wichtig, ist natürlich ein Mittel, mit dem ich auch arbeite und arbeiten muss, aber Schnellschüsse sind ganz sicher nicht die Lösung für das Problem Terrorismus. Also diese Gesetze, die jetzt kommen, sind Reaktionssituationen und werden nicht eine Lösung sein, diese terroristischen Situationen zu verhindern. Vielen Dank. Wenn ich jetzt aus der Runde hier, oh ja, eine habe ich noch, die nehme ich noch. Guten Tag, ich bin Mediziner, ich habe also eigentlich keine Ahnung hiervon. Kleine Ergänzung zum Thema, warum wir noch kein WhatsApp überwachen und ähnliches. Also sowohl WhatsApp als auch alle anderen großen Messenger wie Threema und Signal und auch Telegram zum Teil bieten eine sogenannte End-to-End-Verschlüsselung. Das heißt, es ist einfach faktisch mehr oder weniger nicht mehr möglich, die Nachrichten zwischen den Geräten irgendwo abzufangen und zu entschlüsseln. Die einzige Möglichkeit wäre also, diese Endgeräte, also entweder Sender oder Empfänger, zu hacken über Sicherheitslücken, um dort dann die Nachrichten sozusagen noch auf dem Gerät zu entschlüsseln, weil sie ja dort auch anscheinend für uns angezeigt werden können. Das Problem ist, dass es dafür dann Sicherheitslücken bedarf, die wir dann auch als Staat horten müssen, weil sie anscheinend immer wieder eingesetzt werden müssen. Und was damit passieren kann, siehe Missbrauchspotenzial, ist dann, ich glaube, letztes Jahr passiert, wo die NSA dann groß gehackt wurde, der WannaCry-Virus, den ja jeder hier vermutlich mitbekommen hat in den Nachrichten, basierte ja auf einer Lücke, die die NSA gehortet hat, um sie gegen Einzelne einsetzen zu können. Da muss man dann wieder abwägen, ob diese Milliardenschäden, die dann unter anderem in der Wirtschaft entstanden sind, das Ganze rechtfertigen. Vielen Dank. Weil der Professor Brandstätter die bayerische Novelle fürs Polizeiaufgabengesetz angesprochen hat, das ja auch extrem stark kritisiert worden ist, eben weil es mit sehr undefinierten Begriffen gearbeitet hat und relativ starke Überwachungsmöglichkeiten auch einräumt. Sollte man nicht als Grundsatz für all diese Gesetzgebungen wählen, dass man extrem restriktiv und zurückhaltend bei sowas ist, weil diese Gesetze haben eine Tendenz, immer da zu bleiben. Das heißt, wenn solche Möglichkeiten eingeräumt werden, gehen sie nicht mehr weg, sondern werden nur noch mehr ausgebaut. Und ja, irgendwann haben wir dann halt den Überwachungsstaat. Ja. Vielen Dank. Eine Schlussrunde am Podium. Ich würde es so in der guten Tradition machen, ich mache in der umgekehrten Reihenfolge einmal das Schlusswort. Herr Professor Glaser. Ja, also danke für Ihre Fragen an mich. Nein, ich habe eigentlich nur eine Anmerkung, nämlich dass es Risikoanalysen tatsächlich gibt, ja auch auf österreichischer Ebene und auf europäischer Ebene, nur halte ich die auch für entsprechend fragwürdig, wenn sie die Risiken für so zwei total unterschiedliche Phänomene versuchen abzubilden, wie es Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche ist. Ansonsten habe ich den Wortmeldungen kaum was hinzuzufügen. Danke. Ja, ich darf mich auch anschließen und nochmal betonen, die Wichtigkeit, die Terrorismusfinanzierung auf unterschiedlichen Ebenen zu bekämpfen, also nicht nur mit den Mitteln
des Strafrechts, sondern auch davor sicherheitspolizeilich und auch im verwaltungsrechtlichen Bereich und schließlich auch im Bereich der Zivilgesellschaft, dass man aufmerksam macht auf die Phänomene und in den verschiedenen Gruppierungen da versucht, Präventionsarbeit von der Zivilgesellschaft her zu leisten, denn nur mit so einem gesamtheitlichen Ansatz lässt sich das Phänomen bekämpfen, nicht alleine mit Strafrecht. Robert. Ja, vielleicht zur letzten Wortmeldung wieder. Ich glaube, das ist auch die große Gefahr, die man sich auch überlegen muss, immer wenn es neue Gesetze gibt, und deshalb finde ich es auch wichtig, dass man sich das überlegt. Wenn wir uns überlegen, insgesamt welche Einschränkungen wir in unseren Freiheitsrechten in den letzten Jahren und in den letzten 1,5 bis 2 Jahrzehnten erlebt haben, muss man sagen, Terrorismus hat unser Leben schon verändert, obwohl wir jetzt in Österreich bisher ja Gott sei Dank nicht irgendwie von terroristischen Anschlägen unmittelbar betroffen sind. Wir wären wohl nicht ganz ohne Sicherheitspolizei und Strafrecht und Strafrecht auskommen, aber Zurückhaltung ist, glaube ich, geboten und betraf irgendwie, ja, Frau Kollegin, weil ich das auch sehe, ja, die Missbrauchsgefahr ist sicherlich da. Deshalb ist es mir auch so wichtig zu sagen, okay, wir brauchen für solche Eingriffe, muss ein Richter da sein, weil ich glaube, dann habe ich zumindest eine unabhängige Instanz, die das zumindest überprüfen kann. Dass es nicht immer sich hundertprozentige Sicherheit habe ich da nie, oder? Also ich kann, aber auf der anderen Seite, ja, mir fällt jetzt von der Kommunikationsüberwachung zum Beispiel oder auch nicht die Wunderlösung ein. Was ich glaube, und das sieht man ja allein schon, wenn man hernimmt, was für ein Überwachungsaufwand es wäre, jetzt alle Personen, die irgendwie in Betracht kommen, als mögliche Gefährder zu überwachen. Wir können vielleicht manche Dinge damit abfedern, verhindern, aber wir werden damit nicht die hundertprozentige Sicherheit schaffen. Das müssen wir anders schaffen. Und das ist eine Herausforderung für uns, die ganze Gesellschaft, das ist klar. Aber wir dürfen nicht glauben, wir schaffen das mit härteren Gesetzen und mehr Eingriffsbefugnissen allein. Also das ist, glaube ich, von uns allen hier und nicht von der Polizei oder von Gerichten die Aufgabe, integrativ zu wirken, dass sich eben nicht zwei Gesellschaften entwickeln, die nebeneinander existieren und die eine für die andere eine Gefahr darstellen kann. Professor Brandstätter. Ja, wenn man das letzte Wort hat, hat man einerseits die Verpflichtung zu Kürze und andererseits auch die Verpflichtung nach Möglichkeit, einen konstruktiven Ausblick zu bieten. Ich möchte aber kurz eingehen auf die Frage, die an mich gerichtet war, bezüglich der Ausweitung der Polizeibefugnisse, wie sie in Bayern, habe ich auch erwähnt, geplant ist und offenbar verwirklicht wurde. Ich habe mir das angesehen, ich sehe bei diesen Befugnissen, die die bayerische Polizei jetzt bekommen soll, nichts, wo man sagen müsste, das ist nicht wirklich sachlich begründbar und sachlich fundiert. Ich überhaupt glaube, dass man sich nicht täuschen lassen soll von, ich habe es eh erwähnt, der Deutung oder der Deutungshoheit über bestimmte Begriffe. Nicht alles, was Paket heißt, ist schon deshalb populistisch und schlecht. Der Begriff Paket, der war ursprünglich eigentlich einmal positiv besetzt und vielleicht können sich manche noch erinnern, in den 70er Jahren unter Kreisky gab es das Mallorca-Paket, das war negativ besetzt, das war ein Belastungspaket. Also alles Mögliche gibt es mit dem Begriff Paket. In Wirklichkeit ist doch die marketingtechnische Verpackung völlig irrelevant. Das kommt darauf an, was drinnen ist. Und in diesen Regelungen, die jetzt gerade in Österreich beschlossen wurden,
sehe ich eigentlich wirklich, ich bleibe dabei, einen vernünftigen Kompromiss zwischen widerstreitenden Interessen, auch zwischen miteinander kollidierenden Grund- und Freiheitsrechten. Das ist einfach notwendig und man muss ja schon was tun. Also ich sehe auch keine Schnellschüsse. Wo ist denn da ein Schnellschuss bitte? Seit Jahren wird daran gearbeitet. Der Kollege hat zu Recht gesagt, nein, Jörg, gibt es WhatsApp, was ist passiert? Ich meine, aus Gründen, die man durchaus erklären kann, aber ich sehe hier keine Schnellschüsse. Wie lange sollen wir denn da noch warten, bis man endlich einmal zumindest das tut, was möglich ist, um hier Gegenmaßnahmen zu setzen? Das hat aus meiner Sicht mit Populismus gar nichts zu tun. Ich meine, der Rechtsstaat, das ist meine feste Überzeugung, der bleibt vor allem dann auf der Strecke, wenn man nichts gegen die Gefahren des Terrorismus unternimmt oder zu spät dran ist. Das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt. Und vielleicht, um auch etwas konstruktiver zu enden, ich meine, es ist erwähnt worden, die Missbrauchsgefahr. Ja, die Missbrauchsgefahr, die habe ich ja immer bei allen Eingriffsbefugnissen, die ich jemandem gebe. Aber, und das möchte ich Ihnen schon sagen, es hat sich ja auch der Rechtsstaat in Österreich weiterentwickelt, stetig weiterentwickelt. Und dazu nur ein Beispiel aus meiner persönlichen Erfahrung. Ja, bin so froh, dass Professor Burgstaller da ist, weil damit bin ich nicht der Älteste hier im Saal. Aber ich muss rekurrieren auf ein Erlebnis während der Ausbildung bei Gericht im Jahre 1980 muss das wohl gewesen sein. Also das war 3 Jahre nach meinem unfreiwilligen Aufenthalt am Bodensee. Und damals hatten wir folgendes Problem zu lösen. Ich war Rechtspraktikant bei meinem Ausbildungsrichter und das soll Ihnen zeigen, es geht ganz kurz, dass in Wirklichkeit die Probleme, mit denen wir uns heute beschäftigen müssen, seit Jahrzehnten dieselben sind. Wir hatten einen Fall, der dann auch sehr bekannt wurde medial, ein Nachahmungstäter eines Erpressers aus Deutschland, das war der sogenannte Dagobert-Fall. Und in Österreich gab es einen Nachahmungstäter und er hat damit gedroht, dass er die Senftuben eines österreichischen Erzeugers, den es so auch nicht mehr gibt, einfach in den Supermärkten, in den Regalen mit einer Giftspritze injizieren würde, wenn er nicht eine entsprechende Summe Geldes bekommt. Man war ihm auf der Spur und man konnte dann entsprechend den damaligen Regelungen seinen Festnetzanschluss, sowas gab es damals noch, auch überwachen nach den damaligen Regelungen mit entsprechendem richterlichen Genehmigungsbeschluss. Aber immer dann, wenn er überwacht wurde, hat man dann festgestellt seitens der Observanten, naja, also er hat immer wieder gesagt, wenn er von einer bestimmten Person angerufen wurde, weißt was, ihr ruft die gleich zurück. Und dann wurde durch Observation festgestellt, dass er dann immer in eine nahegelegene Telefonzelle gegangen ist und von dort aus zurückgerufen hat. Das Frustrationserlebnis der Kriminalpolizei damals war genau dasselbe, das sie heute haben, die Kriminalisten, wenn sie hören bei einer Telefonüberwachung, gehen wir auf WhatsApp. Genau dasselbe Frustrationserlebnis. Gut, was wollten wir tun? Wir wollten diese Telefonzelle überwachen. Und mein Ausbildungsrichter hat mich damit beauftragt, die Voraussetzung dafür zu schaffen. Ich möge mich mit der Postverwaltung ins Einvernehmen setzen, die gab es damals auch noch. Und ich soll sicherstellen, dass die Post als Inhaber der öffentlichen Fernsprechzelle uns die Überwachung genehmigt, weil dann ist es rechtlich in Ordnung. Gut, ich habe vielleicht aus der Sicht meines Ausbildungsrichters zu exakt die Anfrage formuliert an die Post. Ich habe eben gefragt, ob wir die Zustimmung haben können zur Überwachung der öffentlichen Fernsprechzelle. Das war eine bestimmte, nicht alle natürlich, eine ganz bestimmte. Und wir bitten um die Zustimmung der Post als Inhaber im Sinne des Paragraphen, was war es, 149, ja richtig, ja. Na gut. Und dann kam folgendes Schreiben von der Postretour. Also das war ein schlauer Postfuchs. Der Leiter der Rechtsabteilung der Post hat uns dann geschrieben, also Sie wollen sich nicht äußern zur Frage, ob Sie Inhaber der Fernsprechzelle sind im Sinne des § 149 StPO, aber Sie haben nichts dagegen. So, jetzt habe ich das meinem Ausbildungsrichter gezeigt und habe ihm gesagt, na, was tun wir jetzt? Woraufhin er mich groß angeschaut hat und gesagt hat, überwachen natürlich. Sag ich, na ja, aber eigentlich, ich habe da ein bisschen Bauchweh. Ah, müssen wir machen, brauchen wir. Und außerdem gibt es gar kein Rechtsmittel dagegen. Und das ist genau der Punkt. Heute 87 StPO, heute gäbe es natürlich ein gesondertes Rechtsmittel gegen so einen Beschluss, der nicht hundertprozentig wohl rechtskonform war. Hätte man müssen austragen, die Sache, aber damals hätte es kein Rechtsmittel gegeben, jetzt gibt es eins. Nebenbei bemerkt, man konnte letztlich diesen Straftäter überführen und das war natürlich schon ein schweres Delikt, muss man schon sagen. Also das nur, um Ihnen zu zeigen, einerseits Missbrauchsgefahr gibt es immer und andererseits die Probleme waren damals dieselben wie heute.
Die Frage war, kann man das legitimieren, obwohl so viele Unbeteiligte natürlich hier in die Überwachungen eingeraten können. Wir haben dann uns damals sogar überlegt, was tun wir denn, wenn jemand von der Telefonzelle aus seinen Baumeister anruft und ihm sagt, naja, wie machen wir denn das so wie immer, die Hälfte, wie heißt das, schwarz, die andere Hälfte weiß oder wie auch immer. Wir haben damals keine Beweisverwertungsverbote gehabt. Nicht? Also die Grundprobleme sind damals wie heute dieselben. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, die rechtsstaatlichen Möglichkeiten gegen die Missbrauchsgefahr, die haben sich seit damals wirklich ordentlich weiterentwickelt. Und das ist gut so und das ist richtig so. Und deshalb ist man auch nicht bang, dass wir auch in Zukunft den richtigen, vernünftigen Weg finden werden. In diesem Sinne ein Appell für die Linie der Vernunft, zu der stehe ich. Danke. Ein schönes Schlusswort. Noch einmal vielen herzlichen Dank an die Diskutantinnen, an die Diskutanten, an Sie fürs Mittun, dass Sie gekommen sind. Ich habe mich ja sozusagen der Verfassungs- und Grundrechtler in mir hat es ja jetzt sehr schwer gehabt, aus der Moderatorenrolle nicht rauszufallen. Ich falle jetzt nehme ich es mir heraus, ich falle einmal ganz kurz hinaus. Was wir halt so immer gelernt haben, ist, dass letztlich, wozu haben wir Grund- und Freiheitsrechte? So, wenn ich sie in einem Satz zusammenfassen soll, dann sind sie eine Veranstaltung, die garantiert, dass ein Satz in einem Rechtsstaat, in einem liberalen Rechtsstaat nicht gilt. Das ist der Zweck heiligt die Mittel. Und möglicherweise könnte uns das ein bisschen zum Nachdenken bringen. Und wenn ich jetzt schon über Nachdenken rede, dann was ist denn der Sinn dieser Veranstaltungen, die wir hier machen? Er ist auch der Sinn, Ihnen ein bisschen zu zeigen, woran wir hier an dieser Universität arbeiten und worüber wir nachdenken und zu zeigen, dass die Fragen wahrscheinlich nicht ganz so einfach sind. Die einfachen Lösungen gibt es bekanntlich nicht. Und für uns Juristinnen und Juristen ist es schon auch immer wieder wichtig, glaube ich, nachzudenken, was wir denn so tun und wo wir stehen. Warum ist es mir heute so aufgefallen? Nicht, weil ich jetzt sagen hätte können, wenn wir diese Diskussion vor 15 Jahren oder so an einer Universität gehabt hätten, dann hätte ich einmal gesagt, dass ich wahrscheinlich viel mehr das Wort Freiheit als das Wort Gefährdung und Gefährdungsstrafrecht oder so gehört hätte. Okay, was mich auch zum Nachdenken bringt, ist, wie doch Situations- oder wenn ich jetzt zeitgeistabhängig sage, ist das ein ganz gefährliches Wort in diesem Zusammenhang, aber ich traue mich zu sagen, wie doch zeitgeistabhängig wir in unserer Anschauung sind. Es gibt Bereiche, wo wir gewisse Dinge völlig selbstverständlich akzeptieren. Es gibt Bereiche in unserem Leben, die ziemlich lebensgefährlich sind und wo wir ein gewisses hohes Maß an Risiko plus einen ziemlich hohen Blutzoll akzeptieren, das ist der Straßenverkehr. Da haben wir uns daran gewöhnt. Und trotzdem ist noch keiner auf die Idee gekommen, den GTI oder Ferrari, jetzt können Sie sagen, das ist nur mein Neid, weil ich noch nie sowas gehabt habe, aber es ist noch keiner auf die Idee gekommen, schon dabei anzusetzen, wenn jemand so ein Auto kauft, ob er nicht sozusagen noch viel vor der Vorbereitung des schnell oder in welchem Zustand auch immer fahren, ob er dort ansetzt, weil dort sind wir es gewohnt. Da ist es etwas, und vielleicht hängt es auch damit zusammen, da ist etwas, was uns unheimlich ist, weil wir es in Wahrheit nicht wirklich beherrschen und weil es für uns etwas ist, was fremd, unheimlich, und mit dem können Menschen bekanntlich wahrscheinlich nicht ganz so einfach umgehen. Und Juristinnen und Juristen sind Menschen und das macht es nicht besser. Aber solange wir wissen, dass das so ist und darüber nachdenken, ist das schon einiges. In diesem Sinn, vielen Dank, dass Sie mit uns nachgedacht haben. Noch einmal ein herzliches Dankeschön an die vier, die hier die Arbeit geleistet haben, an Sie fürs Kommen. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen gefallen. Ich hoffe, es hat Sie ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Und ansonsten gilt der Satz, wenn es Ihnen nicht gefallen hat, dann sagen Sie es bitte mir. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann sagen Sie es bitte weiter. Vielen Dank und schönen Abend.